Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Big Charity Clash. Wir haben uns einiges überlegt. Wir haben vier Teams, die in sieben verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten werden und das Ganze für einen guten Zweck. Wir unterstützen den Straßenkinder e.V., der über 37.000 Jugendliche und junge Erwachsene, die jährlich auf die Straße geraten, unterstützt. Und präsentiert wird das Ganze von Philips OneBlade. Und da heute Black Friday ist, ist da eh schon die ganzen Sachen günstig auf der Webseite. Und wir haben extra für euch nochmal 10% Code. Mit dem Code OB10 könnt ihr 10% nochmal im Philips OneBlade Shop sparen. Und die Spiele, die wir heute spielen, haben wir tatsächlich geheim gehalten. Die Teams wissen noch nicht, welche Spiele wir heute spielen werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt schon zu den Teams nach drüben. Die sitzen nämlich hier in unserem Meetingraum. Und ich würde sagen, wir holen mal das erste Team raus. Und das erste Team, Team A, wird sein Trilux, Nugget und Kilsen, bitte einmal zu mir kommen. Ich dachte, ich darf jetzt schön alleine sitzen. Dann komme ich einfach noch mal ein Stückchen rüber zu euch. Das ist ja sonst. Das ist genau, so war das Skript. Also, vielen Dank, dass ihr hier mitmacht. Und stellt euch doch einfach mal kurz vor. Ich streame auf Twitch seit 8 Jahren. Auf YouTube mache ich auch Videos seit inzwischen 9 Jahren und bin auch offizieller Partner von dem Philips OneBlade, auch schon seit gut 1,5 Jahren inzwischen. Und ich glaube, wir rocken das heute. Hey, ich bin Miki, auch bekannt als Nugget. Und ich bin jetzt Midlaner aus dem League of Legends Diversity Team, dem Big Chroma. Und ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin Kilsen und ja, bekannt für meine Einzelspieler-Skills, aber die werde ich heute auf jeden Fall umwandeln in Team-Skills, denn wir sind hier als Team und ich denke, wir holen uns das Ding. Vielleicht haben wir auch ein paar Einzelspiele für euch vorbereitet. Vielen lieben Dank für euch erstmal. Geht erstmal wieder rein und ich hole das andere Team mal raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Kleine Veränderung. Wir hatten eigentlich angekündigt, dass Kito heute spielen wird. Kito wird leider nicht da sein heute. Dafür haben wir uns aber krassen Ersatz geholt. Und zwar Roman Air, Outlandish und Felix dann. da ist direkt schon Zwist. Nicht klatschen. Grüß dich. Ich lasse dir den größten Texten. So Leute, schön, dass ihr hier seid. Stellt euch auch gerne einmal vor kurz. Wir beweisen mit Anfang 30, dass wir alle besiegen. Ich bin Outlandish, Head Coach von dem Big League of Legends Team. Ja, es geht hier nur um Siegen. Nee, es geht natürlich darum, dass wir ein cooles Event haben und ordentlich Spenden sammeln für eine coole Aktion. Du meinst meine Bartrasur, ne? Für deine Bartrasur, also bei 2.500, ne? Hab ich 2.500, dann lasse ich mir ein Schnauzbart hier live on stream stylen. Wie, ich dachte, alles muss ab. Nee, der Schnauzbart bleibt. Ja, okay, muss darüber, was ausprobieren, darüber was reden ist. Wir auf jeden Fall nochmal. Aber ja, ich bin Roman, ich leite das CS-Geschäft bei uns und freue mich, heute dabei zu sein. Und bist 1.6-Legende, das können wir auch nochmal ja, hier ganz kurz sagen. Ja, hab damals vor 15 Jahren auch mal selbst gezockt, genau. Ja, hallo, ich bin Felix, bin 30 Jahre alt, ich spiele sehr gerne Counter-Strike und meine Hobbys sind Pferde und Briefmarken. Counter-Strike werden wir heute auf jeden Fall leider nicht spielen, also wird dir das nichts bringen, dir auch nicht, Roman. Und ihr dürft gerne wieder zurückgehen, ich werde das nächste Team reinholen und dann sehen wir uns auch gleich wieder zum ersten Spiel. So, Team C ist ein Team, in dem sehr, sehr viele, sag ich mal, Big-Legenden mitmachen. Und zwar Massa, Sefi Black und Gob. Massa, Sefi Black, Gob, brauche ich mir doch einmal ganz kurz hier draußen. Das wäre sehr lieb von euch. Christian, kümmere dich drum. Einen wunderschönen guten Tag. Der Profi. So, auch ihr dürft euch gerne einmal vorstellen. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr überhaupt mitmacht. Und genau, sagt einfach mal, wer ihr so seid. Für die Leute, die euch nicht kennen sollten. Ich bin der Tekken-Spieler für Big und ja, bin dabei. Also ich freue mich schon heute zu gewinnen. Oh, okay. Ich bin der Massa, ich spiele Trackmania
Ja, das war es eigentlich auch schon. Und Counter-Strike natürlich. Ah ja, Counter-Strike. Genau, ich bin Gopi, der Coach vom Counter-Strike-Team und ich springe eigentlich für Karim ein, der noch kurzfristig ein bisschen trainieren muss. Und ja, muss auch mal deswegen, sein. Ich versuche ihn so gut es geht zu ersetzen, mal gucken, ob es klappt. Ja, schon, Massa hat schon gesagt, das ist eigentlich ein richtiges Legendenteam hier. Hat sich schon richtig gefreut. Wir sind die drei Macher. Also ihr seid die drei Macher, ne? Ich habe auch das Gefühl. Logisch, also ich habe auch das Gefühl. Aber ihr dürft auch erstmal wieder reingehen, denn wir haben noch ein Team, was wir noch vorstellen dürfen. Okay. Wir kommen zum letzten Team und das war das Geheimteam. Das haben wir vorher noch nicht angekündigt. Und das hatte auch einen Grund, denn wir haben zwei Neuzugänge in diesem Team. Und zwar haben wir einmal den Granadi, unseren neuen Trackmania-Fahrer, den Röfchen. Und wir haben uns noch eine 1.6-Legende geholt, weil wir dachten, wenn wir Roman R. schon haben, dann müssen wir uns auch noch eine zweite 1.6-Legende holen, und zwar Christian Schmiel. Also bitte einmal rauskommen, Team D. Hier ist schon Zwist im Team. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Röfchen, willst du vielleicht anfangen, dich einmal kurz vorzustellen? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist von Ruck, neuer Jammer. Ja, moin, ich bin Granadi. Ich bin ganz frisch dabei, heute erst zu Big gestoßen, zusammen im Trackmania-Lineup und hier zu sein. Guten Tag, mein Name ist Christian Blizzard Schmiel. Ich bin bester deutscher Counter-Strike-Spieler und für mich auch eine Ehre, heute Teil dieses Teams zu sein. 1.6 oder generell? Generell. Starke Worte hier, starke Worte. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen da rein und dann erkläre ich euch mal so ein bisschen den Turnierablauf und dann fangen wir gleich mit dem ersten Spiel an. Also bitte folgt mir. Das war's schon, ja. Du musstest nur einmal kurz einen kleinen Einleitungssatz zu dir sagen. Ich habe was vorbereitet. Ach so, möchtest du noch eine PowerPoint halten? Ja, könnt ihr den machen. Ja. Den Film machen. Das ist auch gut. Willst du auch einen? Ja, dann können wir den Bonus nicht machen. So, Leute. Ihr dürft die Mikros gerne in die Hand nehmen, falls Fragen kommen sollten. Ich weiß, es ist ein Turnier, also werden wahrscheinlich Fragen kommen und ihr werdet versuchen, die Teams, die Spiele zu manipulieren. Aber naja, also wir werden auf jeden Fall sieben Spiele insgesamt gegeneinander spielen und der Fokus liegt tatsächlich nicht auf E-Sport-Titeln. Jedes Spiel wird verschieden viele Punkte geben. Das heißt, Spiel 1 ein Punkt, Spiel 2 zwei Punkte und so weiter und so fort. Und je nachdem, was für ein Spiel wir spielen, wir werden es noch nicht sagen, welche Spiele, sondern das wird alles nacheinander aufgelöst. Je nachdem, welches Spiel wir spielen, brauche ich verschieden viele Teilnehmer von euch, das werde ich euch dann aber auch nochmal sagen. Und ihr habt die Möglichkeit, euch mit Jokern Vorteile zu erschaffen. Wenn ihr diesen Joker ziehen wollt, werden wir euch nicht sagen, was das Gegnerteam dann als Handicap bekommt. Aber um den Joker zu ziehen, muss sich einer aus eurem Team den Bart rasieren, so wie ich das bei 2.500 Euro machen werde, und zwar ein Schnauzbart. Ich würde sagen, weil es keine Fragen gibt, oder hat noch irgendwer Fragen? Nö, das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 1, Paschwürfeln, ihr habt es gesehen. Das ist relativ einfach erklärt. Es geht darum, ich brauche aus einem Team einen Spieler. Und wir würfeln, wer als erstes ein Paschwürfelt, ist durch. Wer als nächstes, wir machen es wie beim Fußball, beim Elfmeterschießen. Wenn einer einen Pasch würfelt, ist er durch. Wenn der nächste einen Pasch würfelt, ist er auch in der nächsten Runde. Ansonsten, wenn keiner in der gleichen Runde noch einen Pasch würfeln sollte, ist das Spiel durch und er hat gewonnen. Das ist eine schnelle Runde. Und ich brauche bitte von jedem von euch einen Teilnehmer. Ich habe bei sowas kein Glück. Ich bin bei sowas. Ich kann es mal probieren. Ist ein Glück. Wer hat Luck von euch? Bei Kniffel habe ich immer Luck. Ich habe da Luck. Du kannst gerne anfangen. Okay, ich fange an. Wir machen das draußen. Gob wird antreten. Von euch? Roman, ja. Roman? Stark. Ja, komm. und deshalb bin ich auch dabei. Ich will eins aber sagen, gut. Auf die beiden müssen wir am meisten aufpassen, weil die werden am ehesten schummeln. Ich schummel nie. Wir natürlich hier bei dem Würfelspiel jetzt. Ne? Ich weiß nicht, wie viel, ich kann es nicht ausrechnen, so viel ist es auf jeden Fall. So, das Ziel ist jetzt ein Pasch zu würfeln. Genau, das Ziel ist ein Pasch zu würfeln. Aber wir sind doch zu viert. Ja, jeder. Wollte ich gerade sagen, uns fehlt hier ein paar Würfel, bitte. Wir können auch nacheinander sonst würfeln.
Okay. Wir würfeln nacheinander hier. Ja, es wird eh nacheinander gewürfelt. Warte mal, bevor Team A fängt an. Oder? Bevor wir anfangen, möchte irgendwer von euch in der ersten Runde direkt einen Joker ziehen? Natürlich nein. Nicht. Nein. Wir sind in der ersten Runde kommt noch kein Joker. Was wäre der Joker? Dann der Joker ist so, dass du eigentlich nicht verlieren kannst. Ein Team, die anderen kriegen dann drei Würfel. Das ist jetzt nein, dann ist ja der Pasch einfacher. Die anderen kriegen Würfel weggenommen. Das wäre viel schwerer. Das wäre natürlich. Also, ich würde euch erstmal bitten, einmal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnuck gegeneinander zu spielen, um zu gucken, wer von euch anfängt. Aber sollen wir zu viert spielen? Ja. Oder? Okay. Das ist doch völlig egal. Nur Schere, Stein, Papier. Ja, ist das ein Vorteil, wenn man den ersten Pasch gewürfelt hat? Nee, spielt auch keine Rolle. Wenn ihr sagt, ihr wollt das nicht, dann machen wir es. Nee, wollen wir nicht. Wir sind hier nämlich. Wollen wir nicht. Ich will dir nicht schon den Schnick, Schnack, Schnuck abziehen. Gut, also ich würde anfangen, kein Problem, weil es ist ja immer am Ende. Dann fängst du an. Genau, oder? Es ist wie beim Elfmeterschießen, wenn du jetzt ein Tor schießt quasi, also einen Pasch würfelst, dann bist aber du weiter. Fair, okay, nicht, dass er so. Okay, er kennt die Tricks schon, siehst du? Kopf fängt an. Wir müssen nochmal die Kamera ein Stückchen näher hier ran machen, dass wir dann mal sehen, was hier gewürfelt wird. Okay. Das ist. Nein. Oh, ja, Roman eher direkt, Sieg, direkt mit dem Pasch. Den Würfel nehme ich mir auch. Damit ist Job schon mal raus. Das klappt nicht zweimal. Oh. Das könnte jetzt direkt schon gelaufen sein. Das erste Spiel könnte sehr, sehr schnell vorbei sein hier. Ach. Ja. Und damit ist die erste Runde auch schon entschieden, weil Roman eher in der ersten Runde direkt den Pasch gewürfelt hat. Also das war das erste Spiel. Das war das erste Spiel. Das macht die Erfahrung. Es geht langsam los, Kopf. Es geht langsam los. Und damit, wo man hat gewonnen. Ich sagen, habt euch gesagt. Wie viel Glück kann man denn haben? Hat das Team von Roman das erste Spiel gewonnen und damit einen Punkt erspielt. So, Freunde. Möchte irgendwas zu der Performance von Roman eher sagen? Also das Team von Roman eher zum Beispiel. Ich soll was sagen? Ihr könnt was zu der Performance sagen, das war eine krasse Performance. Okay, ja, der Druck war hoch, aber ich habe es hinbekommen und ich habe uns den ersten Punkt geholt. So. Auch deine Eltern und Familie danken. Ja, ich danke natürlich allen. Christian würde jetzt sagen, er dankt seinen Followern und seiner Community. Real Business. Ja. So. Wenn du was sagen möchtest, muss ich auch ins Mikro sprechen. Ich freue mich auf dieses Spiel. Real Business gesagt, sein Held. Ja, dann würde ich nämlich auch direkt sagen, kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Und zwar zu Spiel Nummer 2. So, Overcooked. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Overcooked gespielt hat. Also ich kenne es. Du kennst es. Ich brauche, wir werden dieses Spiel als Turnierformat spielen. Genau, wir werden es als Turnierformat spielen. Wir werden Team A gegen Team B und Team C gegen Team D spielen. Das heißt, ich brauche jetzt aus Team A zwei Spieler und aus Team B zwei Spieler. Ja. Overcooked ist ein Switch-Spiel, wo du ein Restaurant leiten musst. Du musst verschiedene Gerichte vorbereiten. Wir werden auch gleich noch eine Testrunde machen. Also wenn ihr das nicht kennt, dann habt ihr eh keine Vorteile dadurch. Wir werden gleich eine kleine Testrunde machen, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Ungefähr. Du musst kochen. Ja, ich glaube schon. Okay. Nugget hat so, Team A, wer spielt bei euch? Team A, wer spielt bei euch? Ich trete mit Nugget an. Alles klar. Und Team B? Ich und Felix. Alles klar. Dann würde ich euch mal bitten, mitzukommen. Und hol das Ding. Also nur die spielen. Du brauchst noch nicht mitkommen. Wo sitzen wir? Team A? Oh, mein Controller. Okay. Ich hatte den noch nie in der Hand. In welchem hast du das denn sonst gespielt? Du kannst dich auch ganz nah vor den Fernseher stellen. Das ist gar kein Problem. Okay. Team C, Team C. Wir machen was mit dem Mikrofon, stecken wir es hier in die Mitte? Oder? Ich hoffe das. Okay. Wo ist mein Controller? Wir müssen die noch ganz kurz connecten. Nee, die Controller. Fertig connecten. Aber wieso ist mein Knopf genau. In der Mitte? Ja, das ist wegen dem Switch-Controller. Das ist ja kein Pro-Controller, sondern das ist. Hört man uns, wenn ich jetzt rede? Hallo, Jonas. Ja,
Also ich kann nur so viel sagen, ich habe es vorhin schon mal ein bisschen gespielt und ich habe es vorher auch noch nie gespielt, es war sehr, sehr schwierig. Also das Spiel ist eigentlich relativ simpel. Es geht darum, dass man quasi ein Gericht anrichtet. Ein Team, zum Beispiel, wenn man eine Pizza anrichten muss, muss einer die Tomaten schnippeln und den Salat schnippeln oder die Zwiebel schnippeln und die andere muss die Pizza anrichten und dann in den Ofen stecken. Oder einen Burger oder was auch immer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist, der Clou dahinter ist eigentlich nur, dass sich die Level halt bewegen. Zum Beispiel ist man in einem Vulkan drin und alles dreht sich. Und ja, es ist quasi Mario Party gemischt mit Kochen. Bevor wir jetzt noch mit der kurzen Proberunde anfangen, möchte irgendwer von euch noch einen Joker ziehen? Gegen die beiden braucht man keinen Joker, glaube ich. Ne? Okay. Nee, wir brauchen auch keinen Joker. So, seid ihr alle auf der richtigen Seite? Ich hoffe nicht. Ich bin 3, ne? Was bist du? Du bist 3, 4. 3, 1, 2. Ja, und ich habe mal eine Frage. Ja. Können wir das jetzt irgendwo ablegen und du machst das so? Ja, das ist sowieso der Plan. Eigentlich solltest du das Mikro gar nicht mitnehmen, aber ist okay. Ach so. Hast vorhin im Briefing nicht zugehört. Das ist kein Problem, ich habe mich sehr darauf konzentriert. Du auch nicht. Natürlich, ich bin es gewohnt, den Hate abzubekommen. Kein Problem, kann ich mit umgehen. Ja, der Spieler 1, der kann gerne einmal auf Start drücken. Ich glaube, das ist... Wo sehe ich denn das? Ich glaube, das ist der große Felix. Ah, ich bin 1, ja. Also jetzt machen wir einmal auf Start. Wir machen 1, 2 und die 3, 4, oder? Also wir machen nur einmal kurz. Genau, drückst einfach einmal auf Start. Wir machen nur kurz 2 Minuten Probe. Das war der falsche Knopf. Warte, wo ist denn? Was ist denn hier Start? Das ist Start. Ah, hier oben. Okay. Genau. Ja. Und jetzt musst du nochmal. Und jetzt seht ihr gleich ganz kurz, was ihr machen müsst. Was? Achso. Guck mal, ey, wir kriegen das schon hin. Sirupstab? Soll ich die Shotpoint so? Ja, musst du. Okay, kriegen wir. Mann. Also das Ding ist, das Spiel habe ich gekauft, mit meiner Verlobten zusammen Gaming zu betreiben. Das hat einen Streit geendet. Also gemeinsam mit ihr werde ich kein Restaurant für. Grüße gehen raus an Julia, ne? Wenn du jetzt das siehst. Wir haben es probiert, aber ich glaube, eine Burgerkette machen wir nicht gemeinsam auf. Aber es ist trotzdem ein sehr lustiges Spiel. Wer? Ja, genau, das ist jetzt nur die große... Ich bin oben links. Ah, ja. Und dann steht da oben links wieder die Gerichte, die bestellt werden. Keine Ahnung, Brötchen, Salat und Fleisch. Und wie soll ich das machen? Genau, du kannst jetzt zum Beispiel die Tomate geben. Aufs Laufband, genau. Links aufs Laufband. Da rechts aufs Laufband. Genau, links drauf. Und den gleichen Kopf drauflegen, wie du es aufgehoben hast. Ihr seid falsche Teams. Ich bin Nummer 3 und du bist links. Ach so. Einmal Controller drauf. Okay, da tauschen wir einmal ganz kurz Controller. Wer ist denn hier? Ich bin rot und links. Ich bin oben rechts. Ja. Deswegen machen wir eine Proberunde. Ne? Perfekt. Okay, jetzt haben wir die Frage. Ich weiß nicht, ob du links. Guck mal, dann musst du mir zum Beispiel eine Tomate geben. Du legst jetzt die ganze Zeit Tomaten aufs Laufband. Ja, ja. Nee, du musst rechts drauflegen, weil du siehst, das Laufband geht dann zu denen, weißt du? Ah, legst du da rechts das Laufband. Genau, da ist es rechts hin, genau. Jetzt kann ich die Tomate nehmen und schnippeln. Ja. Wir brauchen jetzt oben links. Und wo sehe ich das? Da kommt das oben. Genau, wir sehen oben links die Gerichte. Ah, ja, brauchst du Fleisch und so weiter? So. Fleisch musst du braten. Die Pfannen sind auf deiner Seite. Du legst die beiden Pfannen. Ach so, die kannst du nicht nehmen, ne? Genau, dann du musst das Fleisch erstmal schneiden. Und auf die Pfanne legen. Du musst das rüberschicken. Und dann muss das geschnitten werden und dann kommt die Pfanne. Muss ich irgendwas machen? Nee, ich muss einfach reinlegen. Ja, hier, ich drück. Dann geht nichts rein. Drück mal. So, okay. Jetzt muss ich wieder zurückschicken. Leg's einfach. Ich kann es nicht. Jetzt hast du mir natürlich den längsten Weg ausgesucht. Ich kann es nicht ausführen. Okay, also irgendwie funktioniert das Spiel bei Ihnen nicht. Aber ist hier, guck mal, das hier. Muss ich hier irgendwie? Ja, mal probieren. Du musst das Fleisch erstmal schneiden, ne, bevor du das auf den Teller legst. Ich dachte, du bist Profi. Ja, nicht Profi, ich habe es einmal gespielt. Ich wusste nicht, dass du das Fleisch erstmal schneiden musst. Okay, dann musst du mir halt immer die Sachen rübergeben zum Schnippeln. Ja. Dann gebe ich sie dir zurück und dann stelle ich sie unten aufs Laufband. Dann kannst du sie oben dann nehmen. Ja. Okay, alles klar. Muss ich jetzt schnippeln? Salat kommt da noch, also kriegst du glaube ich nicht mehr hin. Also du musst es nochmal auf, also es geht immer im Kreis. Genau. Also, ich sehe das Icon, dass das Fleisch kommt und da kommt die Tomate. Genau, dann... Muss ich die Tomate auch brutzeln? Nee. Nein. Ich muss so die Sachen brutzeln, wo Brutzelsymbol ist. Und dann stimmt. Ich gebe dir auch einen Teller rüber. Kann ich jetzt schon die Tomate nehmen, wo das Fleisch noch nicht fertig ist? Nee. Ja, klar. Du kannst die Tomate schon mal irgendwo hinlegen bei dir, ja. Geht das? Ja. Ich
Also ich muss. Den hinpacken wir einfach hin. Ja, nicht auf dem Boden. Ja, auf dem Boden ein bisschen schwierig. Ja, aber wo soll ich das hinpacken jetzt? Da auf eine Ablage. Ah, hier, das hier, ne? Nein, das Mülleimer. Das, oh. Da einfach auf die Theke, das gelbe Ding da, neben der Pfanne. Kannst du es ablegen. Ich krieg das schon hin. Du hast ja gar nichts in der Hand. Erstmal nimmst du einen Teller. Ich hab den Teller rübergegeben. Komm, oben links. Ne? Da kommt ein Teller. Da muss ich dann wahrscheinlich erstmal einen Teller. Genau, den Teller legst du dann rauf. Nicht in die Pfanne. Genau. Und dann legst du ein Brötchen drauf. Oben rechts. Ja, ja. Und dann haben wir Salat schon irgendwo geschnibbelt. Wo ist denn überhaupt Salat? Ich seh's gar nicht. Ich fährt hier rum. Ich glaube, ihr habt einfach nur zu lange gebraucht, bevor hier den Salat. Aber wir können ja erstmal ein bisschen üben, ne? So, dann nimm mal das Fleisch, das da links kommt, und legst in die Pfanne. Also bei euch sieht das auf jeden Fall, deutlich koordinierter aus hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil Nugget muss viel mehr machen. Ich kann eigentlich nur Fleisch anbraten und ihr ein paar Sachen anreichen, aber Nugget muss schneiden, die Brote machen, die Teller rüberschicken und die Pfanne zurückgeben. Also ich habe den Easy Part hier. Und die Teller waschen auch noch, ja. Also ich bin nur Pfannen und anbraten. Achso, und den Teller muss ich abgeben. Jawohl, wir haben Trinkgeld. Das war jetzt die Proberunde. So, das war jetzt die Proberunde. Die haben es tatsächlich geschafft, einen Burger fertig zu machen. Was sagt ihr dazu? Also, ne, wir haben uns erst mal ein bisschen eingegroovt. Aber ich denke mal, so Practice bringt uns dann weiter. Ich sehe minus 90 zu minus 25, sehr, sehr starkes Ergebnis hier. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges. Wie gesagt, ich habe es gestern auch gespielt, das erste Mal. Und ich bin komplett kläglich untergegangen, kläglich. Ihr könnt übrigens auch sprinten. Wir müssen nur die Controller so tauschen, dass ich mehr Aufgaben habe. Also. Dann ziehen wir die ab. Nochmal. Wir machen die gleiche Map einfach nochmal, hätte ich jetzt gesagt. Das ist am einfachsten dann. Ein Durchgang. Ein Durchgang. Ihr habt dann die Chance, vielleicht im Finale nochmal zu spielen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen. Let's go. Ja. Okay. Und schnippel einfach alles, was du siehst, okay? Ich belege dann die Burger. Nee, das ist die gleiche Map. Das ist die gleiche Map. Das sieht nur auf dem Anschauungsbild so aus, dass es die andere Map ist. Glaube ich. Boah, ich bin nervöser als. Die Regie lacht. Ich bin nervöser beim Offline-Final hier, ey. Darauf hat mich meine E-Sports-Karriere nicht vorbereitet. Deswegen sind wir ja bei Bigs, wir alles Multitasking-Talente, ne? Oh, jetzt könnt ihr. Okay, warte, wir müssen jetzt Suppen kochen. Du musst mir. Gib die Tomate. Oben. Nein, die Lande Müll. Gib mir einfach die Sachen. Das ist jetzt natürlich eine Map, bei der du dich auch gegenseitig manipulieren kannst, ne? Das ist. Alles probiert. Das ist eine Demo. Also da müssen wir die Zielfreischalte halt einfach oder? Felix. Ey, mach mal andersrum. Ich schaff das einfach. Ey, da! Ja, es ist nämlich menschliches Versagen hier. Das ist nicht das Spiel, das ist menschliches Versagen, was hier passiert, Leute. Ja, das ist alles. Aber das ist eine Map, bei der man sich halt auch gegenseitig nerven kann. Ja, links. Ja, ja, einfach dann wieder gleich den Knopf drauflegen. Perfekt. Jetzt brauchst du, ich brauch drei Tomaten. Und jetzt brauche ich drei Zwiebeln. Genau, wenn das ankocht, einmal anheben, ne? Ja, ja, also. So, und jetzt brauche ich drei Zwiebeln. Ja, jetzt haben wir das! So. Hier kommt die nächste. Komm, ist die Suppe jetzt fertig? Ja? Wer kriegt die? Ja, die Suppe habe ich dir. Die Suppe gebe ich dir jetzt gleich rüber und dann musst du die da auf diese blaue Falle legen. Jetzt wäre die Möglichkeit, einfach die Suppe zu klauen. Ich jetzt darauf gelegt. Achso, du kannst es gar nicht. Nein, ich brauch's auch. Leg auf Brot, ist mir geil. Hier, da, und jetzt fliegt auf Blaues. Jawoll! Jawoll, Team Blau. Oh nein, meine Scheiße! Das ist das Ding, da kann man sich jetzt die Sachen klauen. Nein, ich muss meine Suppe löschen, ich hab die verbrannt. Lösch mal bei mir mit, Felix! Unsere Küche brennt. Alles in der Kamera. Okay. Ich brauche drei Zwiebeln. Ja, aber wir brauchen einen Topf. Wo ist der Topf? Hier. So. Aber der muss im Müll aus. Wo ist die Koordination von vorhin hin? Ich glaube, unten ist ein Müll. Wenn du es da hinlegst, fliegt das in den Müll, oder? Genau, diese Zwiebelsuppe kommt.
dass ich das so wegschmeiße. Jetzt kann ich dir schon mal einen Pilz bringen. Ja, Pilze? Perfekt. Auch drei Pilze. Ja, mach ich fertig. Oder wenn du abgibst und so. Kann ich hier auch irgendwelche Lebensmittel im Weg schmeißen? Oder so. Teller. Teller, Hier unten Teller. Bei euch brennt es gleich übrigens wieder, Lennart. Ja, ja, das kann euch brennen. Erstmal will ich die Suppe. Es geht nicht, ich kann es nicht drauf tun. Ja, weil da ein Teller liegt. Die muss noch kochen, ein bisschen, ganz bisschen. Zwiebel reingeballert. Ja, aber das ist dann halt... Passiert auch manchmal im Restaurant, dass da nicht alles richtig ist. Das geht nicht. Nee. Ich mach du mal. Ich tu dir hier einen Teller hin. Kannst du die Pilze weg tun? Ihr habt es ja echt geschafft, positiv zu sein. Ja. Ich sag mal, ey, das zeichnet Big aus, weißt du? Man stolpert vielleicht am Anfang, aber dann, weißt du, in der zweiten Instanz, da kommt Big. Go Big or go home. Du brauchst nicht anbrennen lassen, ne? Ja. Ja. Da brennt schon wieder. Ist das bei euch? Warum brennt die Scheiße denn jetzt hier? Mit den Bodyblocks. Hey. Das Aroma, Gordon Ramsay und das Aroma. So. Jawohl! Ey, ich bin sehr, sehr erstaunt gerade. Was läuft gerade? Ja, eine Tomate. Tomate mach ich fertig. Jawohl. Wird geblockt. Da ist das Bodyblocking wieder. Ich leg dir ein bisschen Sachen im Weg. Ja, guck mal, wir machen jetzt eine Tomatensuppe fertig, da haben wir 300 Punkte Vorsprung. Und das reicht dann auch, ne? Man muss ja hier nicht vorführen, ne? Den Controller weg. Ja, genau. Wir machen einfach so Mic Drops. Genau, so. Die Tomaten sogar noch? Ah, ich brauch noch einen Teller. Gib mir mal einen Teller rechts. Noch 40 Sekunden. Wir machen Doppelsuppe hier. Was? Okay, das ist jetzt aber hier richtig. Das ist sehr, sehr, sehr dolles PM. Was ist der Sportliga? Du darfst auch gerne mal, nimm dir das Mikro, du hast es ja mitgenommen. Also, wir haben jetzt eine kleine Pause eingelegt, da wir 300 Punkte Vorsprung sind. Das Gegenteil hat auf 12 Sekunden. Miki, na, Shotcalling aus der Midlane-Position. Die Zwiebeln werden nicht richtig angeschnitten und landen nicht im Topf. Ja, ja, eins haben wir, eins abgegeben. Jawoll, GG. Und damit... Spiel Nummer 1, Spiel Nummer 2 sind wir, im zweiten Spiel. Spiel Nummer 2 hat Team B gewonnen. Wir sind jetzt im Finale quasi. Ihr seid jetzt im Finale, genau. Ihr dürft gleich. Das ist nur Single Elimination. Single Elimination, genau. Ihr dürft gleich nochmal mit einem knappen Ergebnis von minus 27 zu 200 irgendwas zur Leistung zu sagen. Ja, wir hatten Probleme mit dem Feuer. Irgendwie war die Küche ein bisschen heiß und Felix hat dann irgendwelche Sachen noch rübergeschmissen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe auch gesehen, da war Bodyblocking. Also, das war ja. Bodyblocking? Ja, Felix hat die ganze Zeit geblockt. Das geht? Anscheinend geht das. Ich würde euch dann bitten, wieder zurück in den Raum zu gehen. Und wir holen uns die nächsten Teams. Ja, die haben jetzt ungefähr gesehen, worum es geht. Braucht ihr auch noch eine Einführungsrunde? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Feuerlöscher. Mehr Feuerlöscher. Du bist ja schon die ganze Zeit hier. Schon den ganzen Tag. Wart ihr blau oder was? Wart ihr blau? Ich brauche jetzt bitte zwei Teilnehmer von Team C und von Team D. Wer möchte spielen? Da haben wir direkt die neue Elite hier. Ja, ich habe Team C fehlt mir noch. Ja, hier, ich war da Team C. Team T. Sehr schön. Auf geht's. Ja. Hören die uns eigentlich immer, auch wenn wir hier draußen. Nein. Also falls du irgendwas Schlimmes gesagt hast. Genau, setzt euch mal hin. Das war echt. Das ist so krank, dass da Kontakt an ist. Du kannst einfach den anderen wegschubsen. Das ist so schade. So, Freunde, braucht ihr... Ganz kurze Frage. Braucht ihr die Einführungsrunde oder seid ihr confident genug, dass ihr jetzt wisst, was passiert? Ja, klar. Sehr confident. Braucht ihr? Ja. Braucht ihr? Ja, das gilt es in der Einführungsrunde herauszufinden. Nein, so rum hältst du den, das ist richtig. Ja, genau. Hier sind die hinteren Tasten. Ja. Gut.
Ich würde sagen, ihr spielt auch die erste Map. Einfach ganz vorne, links. Ganz vorne links, genau die. Und dann haben wir jetzt noch eine kleine Einführungsrunde für euch, dass ihr ungefähr wisst, was geht. Das ist auch nochmal eine andere Map. Ich verstehe das auch nicht. Ist eine andere Map. Egal, nehmt einfach die. Heute ist Wilder Westen, heute ist alles erlaubt. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Das seht ihr gleich. Vielleicht müssen wir auch noch mit dem Controller tauschen. Es ist irgendwie alles... Unglaublich. Eigentlich brauchen wir bloß bewegen und irgendwie A oder so. Ja, A ist dann hier hinten rechts, oder was? Ich nehme dir mal dein Mikro weg hier. Das ist ja... Das ist ja, ich mache einfach jetzt so. So doppelten. Nein. Okay. Wo merkt man, okay, jetzt müsst ihr einmal ganz kurz gucken, wer hier wer ist. Müsst einmal gucken. Ihr müsst auf jeden Fall beide... Ich bin unten rechts. Okay. Wir müssen irgendwie tauschen. Okay, wir müssen wieder tauschen. Ah ja. Ich bin unten rechts. Der oben rechts ist, muss abgeben. Wer ist denn oben rechts von euch? Oben links. Oben links ist Massa. Ihr müsst Team Rot sein. Wie greift man denn? Greifen, glaube ich, mit diesem Knopf. Was? Dennis. Was? Welches Team wolltest du sein? Wir sind blau, oder? Ja, wir sind blau. Lass blau sein. Es ist doch egal. Ja, hallo. Leute, ich glaube, wir sind hier noch in der Findungsphase von den Controllern. Ich bin unten rechts. Ich bin unten links. Ja, wir wollen blau sein. Nee, wir sind blau, Jungs. Wer ist rechts. Denn hier wer? Okay, und ich bin unten links. Du bist oben links. Ja, jetzt passt. Ja. Ist auf jeden Fall gut, dass wir das hektische Spiel direkt am Anfang rausnehmen, damit es nachher auch überhaupt nicht zu irgendwelchen Diskussionen kommt, falls es um die richtig dicken Punkte geht, würde ich sagen. Hast du denn schon mal, also du hast noch nie einen Switch-Controller gehabt, aber hast du schon mal Overcooked gespielt? Nee, aber ich mache regelmäßig Nudeln mit Pesto, also ist ja ungefähr genau dasselbe. Ne? Also das ist ungefähr genau dasselbe, ja, würde ich auch behaupten. Mein Teammate muss jetzt hier sich die Sachen schnappen, genau. Und dann mir auf meinen Band legen. Ne? Teammate muss die Sachen schnappen, links aufs Band legen, rechts aufs Band legen und du musst es jetzt schneiden, quasi auf dem Schneidebrett. Oh, mega easy. Zack, die schnapp ich mir jetzt. So, das Fleisch bei euch muss auch erstmal geschnitten werden. Ah, ach so. Du musst mich schneiden, hier schneid mal das Fleisch. Den oberen Knopf, Schneid mal das Fleisch. Ah, mit Y. Ja. Genau. Ja, schneid mal Fleisch, weil ich muss Fleisch braten. Muss ich schneiden, ja? Ja. Ist auf jeden Fall jetzt schon koordinierter als bei den anderen Teams in der ersten Runde. Ja, genau, okay, jetzt hau das Fleisch wieder rüber zu mir. Ich muss braten, das Fleisch. Nee, in die, ja, genau. Ich glaube, du musst erstmal, bevor du das Fleisch da reinwirfst, musst du, glaube ich, erstmal was anderes wegnehmen, oder? Ja, scheinbar. Oh. Jetzt hast du die... Guck mal, da ist ein freier Spot jetzt, wo du das Fleisch hinlegen kannst. Ja. Okay. Jetzt schnell, sonst ist gleich wieder... Easy. Okay, und dann hier mit... wie schneide ich mit dem oberen, ne? Ja, mit dem oberen Kopf. Warum macht der das hier nicht? Ich glaube, das Brot kommt nicht auf den Teller. Ja. Ja. Oh, nice. Ja, dann schnappen wir erstmal drei Brote hier. Zack, zack, zack. Müssen drei Burger machen. Boah, du musst drei Burger machen, aber du siehst gleich oben, der eine Burger ist jetzt schon weg. Deswegen, den musst du jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Und dann gebe ich dir das. Achso, ich muss das Fleisch auch schneiden. Ja, schneide einfach nächstes Fleisch schon. Ja. Schneide einfach immer. Guck, pass auf, ich bring dir das jetzt, das musst du catchen. Ist ready? Ja. Ich bring dir jetzt das Fleisch. Ja. Jetzt. So, ja, genau. Und jetzt packst du es da drauf, genau. Und jetzt ist ready. Aufs Band wieder. Ich muss es hier raus. Du musst es hier. Ja, genau. Achso, dir geht. Ja, komm raus. Alter, da ist auf jeden Fall schon Findungsphase. Das ist jetzt die Frage, kommt das in Time an? 25 Sekunden. Ob das so schnell da ist? Ja, alles easy. Aber ja, jetzt verstehe ich es auf jeden Fall. Verstehst du? Ja. Okay. Ist ja eh nur Warm-up, oder? Ja, das ist Warm-up, ja. 10 Sekunden. 5 Sekunden, das wird richtig knapp mit dem Burger. Oh. Ja, egal, aber ihr wart ganz knapp davor. Ihr habt es jetzt so ein bisschen verstanden. Wir orientieren uns beide oben links das Gericht. Das mache ich als erstes fertig.
hau dir die Dinger dann rein und dann machen wir das, okay? Wir haben es jetzt alles. Ihr habt es jetzt alles, perfekt, perfekt. Das wird jetzt eine Performance, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Ich habe auch noch nicht so viel Overcooked gesehen, aber ich glaube dir. Leute, wir starten. Ich würde sagen, ihr seid beide ready. Ihr habt es beide fast geschafft, ein Gericht fertig zu machen. Das ist easy. Das ist jetzt, glaube ich, die gleiche Map, oder? Sieht zumindest so aus. Dann nehmen wir die. Ja, ist eine andere, aber ist egal. Das ist die von vorhin, genau, genau, genau. Jetzt müssen wir nur ganz kurz am Anfang gucken, ob eure Controller alle richtig sind, weil das war ja eben gerade wieder mixed up. Ganz kurz am Start einmal kurz gucken, ob ihr alle richtig seid hier, ob das alles passt. Es lädt noch. Team C macht das easy, ganz easy. Ganz easy? Okay, Ansage. So. Ist richtig? Nee, nee, nee. Okay. Nee, nee, nee. Die Controller sind wieder falsch. Ja. Die Controller sind falsch. Ja, tausch. Schnell tauschen. Ich brauche unten links. Wir brauchen. Ja, ja, wir sind rot. Okay, warte mal. Nee, nee, nee. Das ist so. Unten links, gib mal. Nee, jetzt. Leute, bitte. Leute, bitte. Werden sie es schaffen. Röfchen hält den Controller falsch rum. Hier spielen sich Szenen ab, Leute. Aber keine Sorge, die nächsten Spiele sind ein bisschen entspannter, da ist nicht so viel Chaos. Wie Overcooked ist ein Spiel, das Chaos vorprogrammiert. Wir müssen Neustart machen, das können wir jetzt hier nicht so machen. Doch, ja, ihr wolltet tauschen. Dann holen wir auf. Die anderen haben ja genauso wenig gemacht. Ich mach dir erstmal von beiden drei, okay? Drei. Ihr müsst, hier müsst ihr übrigens auch aufpassen, da unten brennt was an bei euch. Was habe ich denn gerade? Da fängt es schon an zu brennen. Das kannst du auch machen. Nimm noch eine Zwiebel. Oder was soll ich machen? Ja, du musst den Feuerlöscher nehmen, den Feuerlöscher. Was soll ich damit? Achso, das Feuer löschen. Ja, ich kann nur warten irgendwie. Ja, hier brennt's. Bei den anderen brennt einfach alles, denen ist alles egal. Okay, weg damit. Leute, ihr müsst. Hier ist auf jeden Fall noch eine Tomate. Ich brauche noch eine Zwiebel. Ich kann die Zwiebel nicht nehmen. Scheiße. Genau, das packst du in den Müll. Das packst du auf den Mülleimer. Hier, Zwiebel. Alter, es brennt alles. Leute, ihr müsst eure Sachen. Also du hast auf jeden Fall bis jetzt recht, das ist eine Performance, die ich mein Lebtag noch nicht gesehen habe. Ich schneide hier nur das Gemüse, okay? Also. Aber bei Team Rot sieht es gerade sehr gut aus, tatsächlich. Das fertig. Du musst es einfach nur abgeben jetzt. Brauch Teller, du musst auf den Teller füllen. Teller, die Teller sind bei Sefi. Teller, so. Ah, okay. Und was jetzt? Ja, stell den Topf irgendwo anders. Ja, aber den braucht ihr halt nächste Runde wieder, ne? Ja, hier hast du den Topf. Jetzt ist ready. Plus. Ei, das ist ja insane close hier. Okay, was machen wir jetzt? Wir machen nochmal Zwiebeln. Haben wir noch Zwiebeln? Ja, hier okay, Zwiebeln. Aber ich brauche einen Topf. Nee, ich habe ja schon Tomaten. Was soll ich mit dem machen? Ja. Müll. Ach, so ist schon. Und doch? Wir sind oben rechts. Ja, wir machen Zwiebeln. Zack, und jetzt rein damit. Beide wieder auf 3 Punkte, sehr stark. Ich mache jetzt dann Pilze. Ja, ich mache schon mal Pilze fertig und dann so. Da sind schon mal Pilze. Ihr könnt übrigens auch euer Essen gegenseitig klauen, ne? Also das könnt ihr auch nicht sagen. Nee, ja, nein, du Wichser! Oh nein! Oh no! Oh, ja, es ist ein Desaster. Was soll ich euch sagen? Mach du. Okay, ich brauche irgendwas. Okay, ja. Ihr müsst übrigens Tomaten, ihr müsst gar keine Zwiebeln abgeben, ne? Tomaten und Pilze. Wir sind Team Rot! Wir sind Rot! Oh mein Gott.
die Typen sind so... Warum trennt denn hier alle? Die sind so lost. Es ist unglaublich. Ey, aber ganz ehrlich, ich werd dafür nicht bezahlt. Ne? Mich wurde hier angeheuert auf Mindestlohn, um Gemüse zu schneiden. Und mir wurde nicht gesagt, dass ich hier mich mit sowas auseinandersetzen muss. Ne? Ist halt auch... Ihr habt jetzt noch 30 Sekunden, es sieht stark, ganz stark nach einem Unentschieden aus. So, du musst jetzt hier, wir müssen noch eins machen. Ich kann nicht den Töpfe reinmachen. Also, weil die brennen, okay, Töpfe brennen. Das ist wirklich Not gegen Elend hier, Leute, ich weiß. Ja, wir schaffen das noch. Aber du hast noch 10 Sekunden. Guck mal, die Töpfe sind schon schwarz von innen, was sollen wir machen? Du hast noch 10 Sekunden, ich glaube, ihr schafft das nicht. Ich prüge mich nochmal hier ein bisschen mit dem Krokodil unten. Wir werden da gleich einfach... Ja, ist ein Unentschieden. Wir haben jetzt. Entscheidungsrunde. Wir spielen. Jetzt hab ich's raus. Jetzt hast du's raus. Ihr habt wegen eigener Dummheit verloren. Eigentlich haben wir es. Leute, aber nur weil ihr es seid. Ihr habt's jetzt verstanden, ne? Ja, wir sind ready. Okay, Leute, wir machen einfach noch eine Runde. Bitte drück... Ich glaube, Postline ist noch nicht sehr weit. Drückst du bitte auf Start oder wer ist Start? Und diesmal bitte... Diesmal wird nicht diskutiert, wer welches Team ist. Nicht von wegen, ich will blau sein, wer... Ja, ist egal, du bist aber... Das Ding, was eigentlich ist, ist, dass... Bei der Rot war das dann anders wieder. Ja, genau. Die Controller, die vertauschen sich nicht immer. Ich weiß, ich sehe es. Also ich glaube euch. Wieso wird hier eigentlich gegen mich geshootet? Ich bin hier nur der stille Teilhaber. Okay, aber wenn es jetzt noch ein Unentschieden geben sollte. Perfekt. Das ist doch richtig. Achso, ja, stimmt. Okay, diesmal. Okay, diesmal können Sie sich auch nicht stören. Diesmal werden Sie es vielleicht mal hinkriegen. Ich sag's vorweg, wenn jetzt noch ein Unentschieden kommen sollte, ne, dann machen wir einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, ich mach das. Mach ich mal. Mach das da hier oben rein. Ja. Hast du es da weg? Ja. Brauch noch Teller. Ah, hier. Da fängst du direkt schon wieder an zu brennen gleich. Ihr wisst, wo der Feuerlöscher ist, ne? Ich hab's. Und was jetzt? Tags auf Teller. Ja, genau. Mit Y? Mit X. Okay, brauchen wir noch... Da brennt's gleich wieder, ich will's nur sagen. Es ist ready. Wisst ihr, hier ist ready, ne? Ist das richtig, oder? Nein. Doch, guck. Doch, du hast Burger Salat. Ja, guck, plus 5 Punkte. Okay, nice. Da wollte Sefi noch ein bisschen würzen. Ich mach Patty. Pass auf, ich koche einfach, okay? Nee, warte. Was? Wir brauchen Fleisch. Ja, wir können auch schon andere. Sicher? Ja, wir haben es nämlich jetzt raus, die haben jetzt keine Chance mehr. Aber die führen mit 110 Punkten. Echt? Oh, ja. Ja gut, man kann nicht alles gewinnen, ne? Aber jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir was. Jawohl. Team Rot in Führung. Da hat jemand das Abspülen vergessen bei Team C. Okay. Ich könnte dieses Spiel niemals spielen. Teller abwaschen. Da ist ein dreckiger Teller. Hier? Und den musst du jetzt da reinpacken. Ah. Und jetzt musst du waschen. Oh Gott, yes. Wer isst, der muss auch abwaschen. Das ist das smart. Ja, mach ich. Das sieht auf jeden Fall schon mal viel professioneller aus als in der Runde davor. Hundertprozentig. Ich wische noch ein bisschen, wisch, wasch. No? Na? Zack, wir haben jetzt schon wieder hier den nächsten Teller. Da packe ich jetzt das kleine Burgerchen drauf. Zack. Und... Bring raus. Okay, Teller abschneiden. Schneide. Mach.
Das ist richtig, also richtig, richtig knapp gerade. Achte nicht drauf, Fokus, Fokus, Fokus. Ist der Salat geschnitten? Ja, ne? Ja, ich pack den auf Teller. Und ich hab deswegen kriege ich das Fleisch raus. Das Fleisch wo raus? Aus der Pfanne? Nimmst die Pfanne und legst es auf den Burger. Ah ja, stimmt. Guck mal, ich spiele hier nicht mal und ich weiß das besser als du. Du hast schon eine Proberunde gehabt. Ich weiß auch nicht, warum du jetzt so böse sein musst, ne? Ich habe jetzt aber auch keinen Konter parat, weil ich muss gerade kochen, okay? 234 zu 193. Wir machen mal nochmal ein komplett. Einmal nochmal komplett mit Zwiebeln. Achso, ist der Burger mit Zwiebeln. Einmal alles komplett mit Zwiebeln bei Team Rot. Der braucht Fleisch. Fleisch. Ja, Mann, es geht nicht zu droppen. Komm zu mir. Ich kann es nicht droppen. Wie? Aber du, der ist fertig. Du musst ihn zu Burger bringen unten. Hä? Das ist schon ready? Ja, das ist ready. Achso, okay. Das Fleisch muss halt auch noch gekocht werden, ne? Ja, mach das. Ja, ist, geht nicht? Hä? Geht nicht? Ist es nicht gekocht? Ist nicht? Nee, ist dann liegt's drauf. Ah, jetzt kocht's. Ja, ich wusste nicht, wie das geht, Mann. Schneid mal Fleisch, schneid mal Fleisch, schneid mal Fleisch. Und? Da haben sich die Neulinge im Team Big behauptet und haben sich ins Finale gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Möchte ich irgendwas zu eurer Performance sagen? War ein bisschen zu leicht, ne? War ein bisschen zu leicht. Ihr habt das Zwinkern nicht gesehen, aber ihr habt es hoffentlich gehört. Dennis, du warst so confident. Oder generell ihr beide wart so confident. Was ist da passiert? Das Game hat gebuggt. Und es ist eigentlich unsere Schuld. War ein Bugslide, ne? Ja, also ich bin ehrlich. Irgendwelche Trackmania-Begriffe. Ein bisschen besser, aber das war halt einfach... Wir haben sie gewinnen lassen. Ja, das ist sehr, sehr fair von euch. Und damit möchte ich euch bitten... Gleich. Damit möchte ich euch bitten, erstmal wieder reinzugehen. Ganz kurz. Ganz schnell. Kennt ihr das Smash? Gibt's ein Game, ne? Denkst du, er macht, weil er Fighting Game spielt, Smash Burger? Danke. Danke, Riffin. Ihr dürft sitzen bleiben. Ihr habt euch ins Finale gespielt. Und dann brauche ich bitte einmal die anderen beiden Finalisten. Wie bitte? Ich brauche die anderen beiden Finalisten und ich würde gerne einen Mikrohalter haben, weil das ist schon schwierig, die ganze Zeit hin und her zu machen. Also ihr dürft. Ihr habt gewonnen? Ne, ihr habt nicht gewonnen. Ihr habt verloren. Schön. So Leute, Entschuldigung, ich stehe hier voll im Bild. Blizzy, setz dich da mal in die Mitte. Du bist das Bindeglied. Also wo soll ich stehen? Hier oder hier? Nee, zu deinem Team. Ich kann mich auch bei euch in die Mitte setzen, das geht auch. Ich mache moralischen Support für euch. Wir müssen reden, das ist ein Köchchen. Das war eigentlich mega easy. Hallo? Halt, Steuerung muss man. So, wir machen jetzt keine Proberunde mehr, wir starten direkt ins Finale, Leute. Ich möchte angeben, dass sie ein Spiel mehr hatten zum Einspielen. Ja, aber ihr hättet ja auch unentschieden spielen können. Da bist du immer ein bisschen mehr anstrengend einfach. Wenn ihr das wollt. So, weißt du, ja, schwierig. Ist ja, okay. Machen. Zufällig. Sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute, vorher einmal checken, ob ihr in den richtigen Teams seid. Und no front, aber muss man mal so sagen. Das wird, glaube ich, richtig gruselig jetzt. Halt das mal erstmal so hin. Ich mach das sonst bei Tom. Aber er macht viele. Erstmal checken, wer wo ist. Kochstreams. Das heißt, er muss eigentlich gut sein. Rechts. Ist wichtig. Blau sind wir. Du musst dir die Sachen geben. Muss man den Müller nehmen? Guck mal, Alter. 20 Minuten braucht er einen Haus. Du musst schneiden. Bei uns war einfach da in der Mitte musst du ablegen oder so. Oder so. Ja, mach Pommes. Okay, jetzt musst du das Fleisch anbraten. Du musst ihn mir wieder zurückgeben. Ja, nimm's und mach's in die Pfanne. Ja. Ich möchte noch mal dazu sagen, die haben sich selber ausgesucht, weil sie confident genug waren, eine Random Map zu spielen. Die Sachen, einfach weiter. Im Takt. Ja, jetzt da in die Pfanne. Mach die in den Teller. Ja, genau.
Genau, jetzt via Pommes. Hey, ihr habt ja schon. Teller, links auf dem Teller oder nach rechts? Gibt doch nur für die Fritteuse weglegen und mir den Teller geben. Ja? Einfach irgendwas. So? Ich bin schon mal froh, dass überhaupt Punkte gespielt worden sind auf dieser Map, also super. Team Rot. Wieder in die Fritteuse legen. Und wieder. Und jetzt in die Fritteuse legen. Und dann müssen die Sachen wieder rübergehen. Teller mir geben, die Teller mir geben. Nee, hey, never mind. Die sind Team Rot, Entschuldigung. Ihr seid Team Blau. Ihr seid Team Blau, oder? Ja. Die Sachen rausnehmen und ablegen. Genau. Ich gebe dir gleich Teller. Ich gebe dir gleich Teller. Sehr, sehr knappes Ergebnis. Leg weg. Ich muss dir Teller geben. Jetzt mach die Sachen auf den Teller und wieder zurückgeben. Aber einmal wünschen brauchen wir auch. Man merkt auf jeden Fall, dass du League of Legends gespielt hast und Shortcallen kannst. Ja, das ist so, das ist mein Ding. Okay, nice. Okay, ich gebe dir jetzt hier einen Teller, kannst du dann rauflegen und ich gebe die Pommes ab. Nice. Genau, Chicken auch weg. Nice, good job. Jetzt nimmst du, machst du wieder die Fritteuse rein. Oh, die brennt. Ja. Kannst du aber zwischendurch die dreckigen Teller geben. Ich gebe dir die Sachen schon mal, die du in die Fritteuse legen kannst. Du hast die Teller nicht genommen. Die Fritteuse. Ja, genau. Jetzt machst du wieder in die Fritteuse rein. Ich sehe jetzt auch nicht, hier sind noch Teller zum Abwaschen, aber ich sehe jetzt gar nicht, wie die Kartoffeln herkommen. Oh, 30. Ah, da. Aus der Kartoffelkiste. Okay, ja. Ja. Okay, jetzt sind die Sachen auf dem Teller. Rechts, auf dem Teller. Genau. Ja. Es wird langsam eindeutiger. Du musst auch rein, ja. Rein, abfahren. Ja, ich warte nochmal. Da oben, du musst ein auf dem Teller legen. Nee, die rechte, nicht die linke. Nein. Ja, nein, du hast dich abgelegt. Aber wie sie links da ist geworden, also die links. Jawohl. Warte mal. Ja, nicht rot. Die sind rot, oder? Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen, die sind rot. Die sind Team Rot. Wir haben doch nur so J. Also warum sonst? Ja, das ist kein Best of 3. Das ist kein Best of 3. Ihr hattet eure Extra-Chance schon in der vorherigen Runde. Bitte auch einmal. Eine Enttäuschung. Der nicht mitgespielt hat. Alles klar, Leute. Spiel Nummer 2 damit gewonnen. Von diesen jungen Herren hier. Shotcalling-Profis. Da hat die Kommunikation aber absolut gestimmt. On Fleek war das. Aber hat auch ein fantastisches Spiel, muss man sagen. Ich habe es gesehen. Die Kommunikation hat funktioniert. Es hat alles funktioniert. Es war wahnsinnig. Ich würde euch aber bitten, wieder zurück in die Zentrale zu gehen. Und. Roman, wir haben es gewonnen, Roman. Wir sind hier unangefochten. Hier sehen wir aber den aktuellen Punktestand. Team B tatsächlich mit 3 Punkten vorne. 3:0. Das ist so kein anderes Team, was gut. Team B auf jeden Fall absolut am Smurfen, richtig. Und wir haben tatsächlich auch noch eine Kleinigkeit für euch, denn wir verlosen während dieses Streams einen unterschriebenen Philips OneBlade. Von allen Teilnehmern ist der unterschrieben. Und ein League of Legends Jersey, das auch von allen Teilnehmern zusammen unterschrieben wird. Und Codewort für die Verlosung wird sein Crazy Overcooked. Weil das Spiel gerade war absolut crazy. Also ich weiß nicht genau, das war wirklich, wie die das da gespielt haben. Ich möchte mir das nicht nochmal angucken müssen. Deswegen Crazy Overcooked in die Kommentare, in Twitch-Chat schreiben und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. So, meine Lieben. Team B, habt ihr gesehen hoffentlich, führt 3:0. Noch kein einziges anderes Team hat bis jetzt einen Punkt gekriegt und wir kommen dementsprechend auch zum dritten Spiel, damit ihr auch wieder 3 Punkte holen könnt. Drittes Spiel, Leute. Drittes Spiel. Turm bauen. Wir sind direkt schon
Ihr müsst mal bitte eure Mikros wieder nehmen. Wenn ihr was sagen wollt, bitte wieder Mikros nehmen. Ich hab das schon mal gesehen, weil ich bei Twitch komme. Du schaffst das. Unser Schicksaler für Teile. Und dann, oder? Wir spielen nicht das, was du denkst. Machen den Plan. Mit Jenga-Stein, ja, aber wir spielen keinen Jenga. Also, wir werden euch Jenga-Steine zur Verfügung stellen. Und das Ziel wird es sein, ihr habt eine Minute Zeit und ich brauche einen von euch und der am Ende von dieser Minute den höchsten Turm hat, der gewinnt das Spiel. Ihr könnt mit Stein den Turm bauen, egal was für eine Technik ihr benutzt. Hauptsache am Ende ist der Turm am höchsten. Nicht wer zwischendurch am höchsten ist, sondern wirklich welcher Turm am Ende am höchsten ist. Darf man sich auf den Stuhl stellen? Christian darf nicht mitspielen. Also du kannst, wenn du so hoch bauen kannst, dass du dich auf den Stuhl stellen musst dafür, dann kannst du dich... Einmal bitte ins Mikro. Nein, ihr müsst mit Steinen, mit Jenga-Steinen den Turm bauen. Kleine oder große? Kleine. Ja, wir bauen auf dem Tisch oder auf dem Boden? Auf dem Tisch. Wir spielen das drüben, auf dem Tisch. Keine bitte einmal das Mikro nehmen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Braucht man. Braucht man auf jeden Fall Fingerspitzengefühl bei diesem Spiel. Ich komme so leicht. Willst du? Nein, ich will nicht. Mach du durch. Okay, wir sind bereit. Wer von euch ist geschicklich? Fahrt, ich würde gerne gegen dich antreten. Muss ja nicht Roman, aussehen, so, weißt du? Du möchtest antreten auf jeden Fall? Ja. Roman, er tritt auf jeden Fall an. Von euch? Massa tritt an. Wo ist eigentlich euer Mikro, Massa? Wie, keine Ahnung. Sie haben zwei Mikrofone. Ja, das darf gut. Wir haben auch viel zu sagen. Das stimmt. Ja. Wer möchte von euch antreten? Team D? Team D? Wir würden den Christian nach vorne schicken. Christian? Wir haben noch nicht entschieden, wer geht. Ich weiß nicht, ob Alter da so ein Vorteil ist, mit so einem Tatter oder so, weiß ich nicht. Was soll das jetzt hier heißen? Wie viel Zeit habe ich? Eine Minute. Wer nach einer Minute den höchsten Turm hat, der gewinnt das Spiel. Müssen wir das alle da an den Tisch machen? Eine Minute, wer am Ende den höchsten Turm hat. Geschwindigkeit? Oder spekuliere darauf, dass die anderen Fehler machen. Let's go. Sind alle gleichzeitig dran oder wie läuft das jetzt? Du darfst mir gerne erstmal das Mikrofon geben. Sind alle gleichzeitig dran? Es sind alle gleichzeitig dran, ja. Ja, zwei. Dann quer, zwei. Lass das doch mal bei deinen Teammates. Lennart spielt auch. Wenn es nicht so stabil sich anfühlt, dann mach drei. Alle vier gleichzeitig. Ja, aber dann kann ich. Es wird offensichtlich. Fühl das mit den Steinen, dann entscheide ich schon. Offensichtlich darf nicht am Tisch gewackelt werden. Dann schreibt einfach mal Hallo in den Chat. Dafür spendest du auf jeden Fall aus. Das sind die erschwerten Bedingungen. Das sind die erschwerten Bedingungen. Wie gesagt, ich kontrolliere das hier. Es wird nicht am Tisch gewackelt. So, ja, es ist schon fair, ist schon fair. Du hast vollkommen recht, Masse. Sie kriegen einen Timer auf die Dings da. Und wie gesagt, überlegt euch, wer am Ende den höchsten Turm hat, nicht wer zwischendurch den höchsten Turm hatte. Das möchtest du nochmal ganz kurz. Ich möchte gar nichts sagen. Du willst diesen Sieg also nicht, Benni. Okay. Der Tisch wackelt. So, Freunde der Sonne. Dann bist du nicht so hoch. Ich hoffe, ihr seid ready. Denn Spiel Nummer 3 beginnt jetzt. Wie gesagt, wer am Ende den höchsten Turm hat, gewinnt das ganze Ding hier. Nach einer Minute. Ich hoffe, ihr könnt den Timer schon sehen. Ich kann ihn nämlich leider nicht sehen. Da sieht man auf jeden Fall schon sehr starken Progress. Weil wir Gönner sind, gönnen wir euch noch mal ein bisschen mehr. Habt ihr noch? Auf jeden Fall verschiedene Taktiken.
Christian Schmiel, glaube ich, mit der Roman R. Holy. 20 Sekunden haben wir noch. Ich sehe jetzt die Frage, möchte man da weitermachen oder geht man jetzt auf Nummer sicher und stellt da nichts mehr drauf? Eieieiei. So, der Sieg ist für dich, Benni. 4, 3, 2, 1. Alter Schwede. Roman. Danke, vielen Dank. Roman, ich wollte vielleicht noch mal mit dir reden. Hast du irgendwann mal Architektur studiert? Ich leidenschaftlicher Bauer mit meinem Sohn zu Hause. Deswegen war mir klar, dieses Spiel werde ich gewinnen. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn man Kinder zu Hause hat und generell mit solchen Klötzen dann ab und zu mal spielt. Ja. Jeden Tag. Das ist ja gar nichts. Ich baue hier Türme bis oben hin. Und damit habt ihr jetzt natürlich auch das dritte Spiel gewonnen. Ja, ich wollte übrigens sagen, Team B hat jetzt 7 Punkte, ne? Wie viel haben denn die anderen? Wie viel ist 3 plus 3? Ach, 6 erst, Mist. Ich dachte, wir hätten schon eins mehr. Was haben denn die anderen Teams? Das siehst du da auf dieser wunderschönen Grafik, wie viel die anderen Teams haben. Es steht 6 zu 0 nach 3 Spielen. Ich glaube, es wird Zeit für einen Joker für die Team anderen. B. Alter Schwede. So, meine Lieben. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz ein bisschen hier aufräumen, weil ihr habt gesehen, was die da gemacht haben. Blizzy hat eben gerade alles noch rumgeschmissen. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Denkt dran, Codewort Crazy Overcooked in den Kommentaren zu schreiben und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Minuten wieder zum nächsten Spiel. Bis gleich. Wunderschönen guten Tag zurück, meine Lieben. Wir haben jetzt eine kurze Umbauphase gehabt und wir gehen mal wieder zu unseren Kandidaten rein, denn wir sind kurz vor dem vierten Spiel. Und meine Lieben, Moin. 6 zu 0 für Team B. Glaubt ihr, die werden das weiter so durchziehen können? So. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, ihr habt es vorhin vielleicht gerade kurz schon gesehen, was wir jetzt spielen, aber es ist Zeit für Spiel Nummer 4. Waterpong. Es gibt ein ähnliches Spiel, was gerne auf Dorfpartys und so weiter gespielt wird. Ich werde es jetzt nicht nennen, aber ihr könnt es euch denken. Wir brauchen tatsächlich dieses Mal alle von euch und wir werden wieder in einem Turnierformat spielen. Wir spielen Team A gegen Team C und Team B gegen Team D dieses Mal. Also würde ich vorweg, die führen 6-0. Möchte irgendwer von den anderen Teams vielleicht einen Joker setzen? Noch nicht? Noch nicht, oder?
Ich buzzer, sobald da die 2.500 Euro stehen. Dann buzzer ich. Dann geht's mir an den Kragen. Ja gut, wenn keiner einen Joker setzen will, dann würde ich sagen, Team A und Team C, bitte einmal mitkommen. Mikro gerne mitnehmen. Das Wasser umschmeißen, perfekt. Ja, da steht C drauf. Hallo? Follow at BigMasterTM on Twitter. Ah, aber das sagst du ins Mikro. Spendet bitte auch für den guten Zweck. So Leute, mir fehlt hier noch ein... Mir fehlt hier noch ein... Ich hab nur zwei Tischtennisbälle, mir fehlt noch einer. Haben wir eben gerade einen weggespielt? Ich bin noch mal ganz kurz einen Tischtennisball suchen, Leute. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. So. Nee, muss er nicht. Das Einzige, wo ich euch bitte, darauf zu achten, ist Ellenbogen. Also Ellenbogen nicht über die Tischtenniskante. Nicht so, das ist nicht erlaubt. Und solltet ihr zweimal in den gleichen Becher treffen, dann sind zwei Becher weg quasi. Wenn ihr zweimal in den gleichen Becher trefft, sind zwei Becher weg. Wenn ihr dreimal treffen solltet, was ich nicht glaube, dass passieren wird. Wenn ihr zwei... Nee, nein, ihr trefft zweimal hier rein zum Beispiel, da, dann dürft ihr zwei Becher wegnehmen. Also, ach so, okay. Dann darf es gehen, dass ihr zwei Becher wegnehmen. Ja, das zählt als Hit, dann sind... Genau, ja. So, meine Lieben. Einmal ganz kurz Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, dann... Okay, ihr dürft einfach anfangen. Gob sagt, ihr dürft einfach anfangen. Jeder einen. Und ich bin sehr gespannt. Wir sehen hier Team Mario gegen Team Einhörner. Soll ich direkt versuchen oder mit? Genau. Bei Lennart ist das noch unfairer mit dem Ellbogen. Ich fühle mich fast besser, wenn ich es direkt versuche. Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sprechen. Aufbouncen ist meistens schwerer. Okay, dann gehe ich für einen Direkthit, ja. Ja, ich stehe hier. Ich passe hier auf. Ich passe auf. Ich mache Schiedsrichter. Du darfst nicht über die Kante. Genau, ja. Genau. Du musst quasi. So ist okay. So ist okay. So ist okay. So ist nicht okay. Ja? Ey, aber warte mal. Nimm doch mal jemand deinen Mic ab. Das stört mich nicht. Das stört ihn nicht. Ihr könntet euer Mic einfach mal mehr benutzen. Nehme ich so. Ja. Das könnte ein langer Abend werden. Ärgerlich. Leute. Ah, da wird taktiert. Aiming. Oh, das ist schwierig. Ich probier's. Ja, der ist gut. Ja! Oh, okay, das war richtig zwei. Na gut. Okay. Meiner hat bestimmt im Netzwerk. Ich hoffe. Ah, schade. Ja. Okay. Damit ein. Nur einer. Ein Ball weg. Jetzt dürfen wir nicht so viel kassieren hier. Bitte sehr. Da haben wir eine kurze Führung. Ein bisschen nass machen soll auch helfen dabei, ne? Habe ich mal gehört. Ja, also eigentlich ist man immer so ein Wasserglas daneben, um das sauber zu machen, aber wir spielen ja mit Wasser. Das ist hier richtiges Taktieren. Na, gucken wir mal, was Aim hier sagt. Oh! Gut gedodged. Sehr schön. Ich mache hier VAR. Ich glaube, er benutzt trotzdem die Bounce-Technik. Ja! Ja! Nicht richtig gezielt. Ist schon zumindest das Unentschieden. Absolut kein Druck. Das ist jetzt... Aber also der muss jetzt rein. Wir spielen, bis alle Becher weg sind. Ja! Vorteil. Also ich habe noch nie Leute gesehen, die so langsam Bierpong spielen. Ich gehe direkt rein. Bis alle Becher weg sind. Deswegen eigentlich wirft man direkt, dann trifft man nämlich auch schneller. Also ich weiß nicht, warum ihr alle bounce. Direkt werfen ist viel besser. Viel?
Am Anfang vielleicht, aber am Ende auf gar keinen Fall. Wie viele Runden gibt es noch? Bis alles weg ist. Wenn das jetzt 20, so, bis die weg, wenn das jetzt 20 Stunden dauert, dann streite ich irgendwann ein. Ja. 2-0. Ey, ihr könnt auch die Kante treffen, ne? Ihr könnt auch eine Pech haben. Ah, schade. Da war wieder einer weg. 2-0 für Team A. Oh, ich habe einen Ball geklaut. Skill, Gärtner, wenn man Erfahrung sieht. Ja! Knapp. Knapp. Okay, ein bisschen Glück haben wir gerade. Sehr, sehr knapp. Ich will gar nicht wissen, wie die Leute alle rumragen, dass ihr alle bounced. Was ist das denn, Dennis? Nein! Sehr gut, sehr gut. Ich weiß auch nicht. Leute. Du hast fast nur so fallen lassen, ne? Damit 2-1. Der verhungert. Achso, Ellbogen. Oh. Die Platte schief. Also ich würde sagen, das ist hier Not gegen Elend. Ich habe wirklich noch nie so Leute so viel bouncen sehen wie ihr. Ja! Hast du echt 3 von 3? Crazy. 3-0 Kills sind auf jeden Fall absoluter Carry bei Team A. Fatih, dieses Mal vielleicht mit einem direkten Wurf. Nein, direkt daneben. Ich sag dir, das ist einfacher. Jetzt sind alle greedy. Ja, die haben Panik jetzt. Ja. Halt ich schon gesehen. Panik. Glaub langsam, das eine war ein Glückstreffer bei Team B, Team C. Falsche Session, Leute. Aber. Nee. Du rufst Schweine über den. Ich hab vier Daten. Lennart, ja, eben. Das ist. Ja, das sieht gute Dart-Technik aus, man merkt schon. Oh. 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 Siehst du, ist viel einfacher. Ja. Viel einfacher. Also. Nugget. Oh, ein bisschen viel. Wir sind noch lang genug hier. Ja, ich würde sagen. Oh Gott. Wir haben eure Flüge und Züge schon storniert. Nein. Oh. Auch dieses Mal nicht. Keine 100%. Immer noch 3-1. Es wird aber auch dünn langsam da. Mm. Ich dachte, du versuchst jetzt mal einen direkten. Ja, die Mitte ist schlechter. Wir machen zu viel Kraft, wir müssen noch leichter. Komm, einen direkten. Einen direkten, Dennis. Also es war näher dran als alle Würfe von dir bis jetzt. Ja, wir hatten unsere erste Runde war die beste. Direkt in meine Hand. Wann war heute Ende? Ah, Open End. Das ist so schwer. 24 Stunden sind. Ja. Bis morgen. Wirft der dich ab, ey. Das war echt ambitioniert. Aber dann hat Leon. Okay. Oh. 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 Nice, nice. Ja. Nein, noch nicht. Noch nicht. Wenn man zwei schützt, noch nicht. Ja. Steht immer noch 3-2 für Team A. Okay. Boah, ein direkter Treffer. Mitten welcher war das? In der Mitte, ne? Der ist genau in der Mitte. In der Mitte, okay. Genau in der Mitte. Okay. Ellbogen.
Wow. Knapp, knapp. Ey, ey, ist noch nicht rum, ist noch nicht rum. Ist noch nicht rum, ja, so okay. Aber es wird langsam. Es wird langsam. Jetzt wird es echt schwer für uns. Ja. Ich hab gute Position. Warte, ich gebe dir einen Tipp. Werf von dieser Seite. Weil wir haben oft zu weit geworfen. Das stimmt, aber ey, ich würde echt von rechts werfen. Das ist besser. Dennis, du hast mehr Chance. Dennis, ja, okay, stimmt. Das Spiel ist auch verbuggt. Das Spiel ist auch verbuggt. Nicht eine, zwei, ja. Das ist schon ein bisschen Pech. Alter, komm. Ja, da hast du die Linie. Genau dahin getroffen, wo nichts war. Wir sollten von rechts nach links und von links nach rechts, sobald wir die Mitte geklärt haben. Oh! Oh! Ja, du hast recht, du hast recht. Ja, das stimmt. Der sieht gut aus, der sieht gut aus. Oh. Das wird jetzt schwierig. Ich glaube, es ist aber auch moderner Fußball, das alles näher benannt. Also so. So. Der Stream verzögert sich so um 5 Stunden. Mindestens. Gleich werden die Regeln wegen uns ändern. Ich habe gerade schon die Regieanweisung gekriegt. Oh! Ja! Nice. Wasserspiel alleine. Okay. Ist es okay, zu stehen? Ja. Solange du hinter der Platte stehst, ist mir alles egal. Na komm, ich versuche jetzt eine Runde direkt gleich. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, wo. Okay, ich hab's raus, glaube ich. Ja, du hast es raus. Ja, das. Ja. Nee. Einfach mal direkt. Direkt. Ja. Ja, siehst du, es ist viel besser. Viel einfacher. Massa ist die einzige Hoffnung hier. Ey, wenn nur noch einer übrig bleibt, das dauert ja überlang bei uns. Ich habe, ich habe auch gerade aus der Regie die Anweisung gekriegt, dass wir eigentlich ab der nächsten Runde überlegen, ob ich sie einfach jetzt schon ändere. Auf Runden werfen, oder? Auf 6 Becher so? Reduziere. Also, dass ich das quasi der als erstes 6 Treffer hat, gewonnen hat. Das stimmt. Das schaffen wir auch nie. Ich glaube, ich mache das einfach, Leute. Was denn? Wer als erstes 6 Becher weggeworfen hat von den 10, okay. Der hat. Ich darf auch einen Unterhandwurf machen. Nein. Ja, klar. Nein? Nein. Darf man nicht? Nein. Warst du schon mal auf einer Dorfparty? Nee. Stimmt, du kommst aus Duisburg. Aber so eine Bogenlampe darf ich, ja? Das darfst du, das ist klar. Bumm! Oh. Das sah nicht ganz schlecht aus. Okay, die Beine. Die Schüler haben ein bisschen schneller, kein Problem. Oh. Angabefehler, oder? Nee. Also, bei euch sind es noch 2 Treffer, bei euch sind es noch 3 Treffer. Der ist gut. Ja, das sieht gut aus. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Ich habe ungefähr geschätzt, das Spiel dauert so maximal eine halbe Stunde, also das ganze Spiel. Jetzt merke ich, eine Runde dauert eine halbe Stunde. Meinst du nochmal mit Titschen? Einfach fertig machen. Einfach fertig machen. Oh nein! Ich glaube, ich weiß wie. Ich wechsle mich hier gleich selber ein. Ihr habt hier ein paar Gamer rangeholt, also was sagt ihr? Ja, nein! Also von Massa weiß ich, dass er schon mal ein Bier beim Tisch gesehen hat, auf jeden Fall.
Ich glaube, direkt ist jetzt the key. Ja, ich glaube, direkt ist besser. Direkt von irgendwo. Mann, ey, ihr seid. Was ist denn hier los? Das ist unglaublich. Zwei von zwei nicht übers Netz. Machen wir da nicht drüber. Gut, wenigstens übers Netz. Gut, gut. Das ist ein Fortschritt. Ich spiele jetzt schnell. Ey, die Platte ist krumm. Komm, hier, das ist schneller. Also, es ist wirklich Not gegen Elend hier, Leute. Es tut mir leid. Also ich weiß nicht, was ich euch hier zeigen soll. Nein! Immerhin, der erste Treffer seit einer Dreiviertelstunde. Woo! Übrigens, vielen Dank. Wir sind bei Spendenstand von 880 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Denkt dran, 2500 Euro und ich lasse mir einen Schnauzbart rasieren. Oh, das ist gut. Wow! Sehr close. Ich probiere es nochmal direkt. 4 zu 4, zwei Treffer noch. So schwer kann das nicht sein. Ja, na. Ich hoffe, es ist der Beste. Was ich mache, ist der Beste. Das ist okay. Der klingt. Oh. Nein. Das ist so unlucky. Das gibt's doch nicht. Yo, was ist. Wie, wiederholung? Nee. Ich hab dran gedreht, ne? Ja, ja, aber es war. Du musst es so von oben werfen. Von oben werfen, nicht, sowas ist nicht erlaubt. Oh, mein Gott. Das war auch krass. Darf okay. Ich bei Ihnen im Team mal werfen? Neue Runde hier. Ja? Oh ja. Nein! Oh, wieder über den Rand gekullert. Zum Glück. Ist gut. Nein! Das zweite Mal schon. Rigged. Der ist gut. Nach. Nein, der ist rigged. Okay, komm. So, schneller. Wow. Yes. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das hier? Ja. Okay, jetzt aber. Nein. Komm, wir müssen nur noch zwei. Ich bin ganz froh, dass wir drüben Betten haben. Da kann ich mich gleich mal kurz hinlegen währenddessen. Tja. Komm schon. Ja. Oh. Nein! Drei von drei Würfe an die Kante hier. Das war nicht mal close. Aus deiner Sicht. Okay, komm. Yes. Okay, neue Runde. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, die Taktik. Ja. Ah. Jetzt sind alle sauer. Leute, versucht es einfach mal mit direkt, das ist wirklich einfach. Ich sag's euch einfach, das 20. Mal jetzt. Okay. War das direkt oder gebounced? Direkt gebounced. Oh. Direkt dem Trill in die Hände. Oh mein Gott! Siehst du? Das ist viel näher als alles, was ihr bis jetzt geworfen habt. Ach komm. Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Leute, es ist so viel Pech. Wollen wir uns darauf einigen, dass der nächste Treffer das Spiel beendet? Ja! Wollte ich gerade sagen, noch war es nicht abgenickt. Ey, das war jetzt so bitter, ne? Wir haben so viel auf Kante geworfen. So, jetzt. Sorry.
Das wird jetzt nicht mehr so lange dauern hier. Fast die Platte getroffen. So, los, Comeback jetzt. Nein! Ist doch nicht wahr. Yes! Band ist los. Das wird man nicht reingemacht. Oh, yes! Also ich kann euch sagen, die Proberunde hat 5 Minuten gedauert. Das ist auch nicht ganz so leichte Formation jetzt für das gegnerische Team. Nein. Shit. Bringt das was? Ist okay, so. Auf geht's. Nein. Wenn der reingerollt wäre. Komm schon, Bob, ich glaube an dich. Nein. Oh, wie ärgerlich. Wir hatten so oft... Ja, ihr hattet echt oft die Chance, aber... Ich würde ja gerne sagen, ihr habt stark nachgelassen, aber... Nops! Oh, wir ja, GG. Ja, dann dürft ihr euch erstmal wieder hinsetzen. Ich hoffe einfach mal, dass die nächsten Leute... Ganz, ganz bitter. Nicht wir. Sorry, hat es ein bisschen lange gedauert. So Leute, das war eine schnelle Runde Bierpong. Waterpong. Ich weiß und hoffe, dass in dem nächsten Team Leute sind, die das Spiel schon mal gespielt haben. Also würde ich gerne Team D und Team B einmal zu mir bitten. Das ist, glaube ich, das ist ein Killer-Team und das ist auch ein Killer-Team. Das ist alles Killer-Team. Ich sage, das dauert jetzt maximal 5 Minuten. Wir sehen uns gleich. Alle treffen? Nein, nur 6. Ich glaube, ihr auch noch. Ja, man sieht, wir spielen das nicht auf. Ich habe so gut vorgelegt. Ne? Ihr hattet am Ende, also wir hatten am Anfang Ich habe gesehen, ja, ich wollte gerade vorlesen. Pech hat, das war ja... Aura des Tisches. Aber die Formation wurde auch echt schwer. Ich wollte einmal die Zeit nutzen, mich schon mal bei ein paar Spendern zu bedanken. Zum einen bei Roman R. mit 100 Euro. Bei Flying Thunder 5 Euro, anonymer User 20 Euro, vielen lieben Dank. Hashtag GoBig 150 Euro, auch vielen, vielen lieben Dank an dich. Basti mit 5 Euro, Daniel mit 250 Euro. Ich danke dir, mein Lieber. Und die zweite Seite finde ich gerade nicht, aber wir melden uns nachher nochmal und ich werde nachher nochmal ein paar Leute vorlesen. Aber vielen, vielen lieben Dank. Denkt dran, 2500 Euro und ich lasse mich hier für den guten Zweck umstylen, einmal den kompletten Bart ab. Und ich habe, sag mal so, ich habe seit über 4 Jahren mindestens diesen Bart. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ich ohnehin aussehe. Es wird wahrscheinlich gruselig. So. Nee. Was macht ihr denn? Das ist ja falsch hier. Wir hatten das aufgebaut. Wir haben gar nichts gemacht. Wir hatten das hier aufgebaut. So. Das bitte einmal wieder hinstellen. Okay, ihr auch. Habt ihr so viel? Ja, wir machen mit allen, aber wer als erstes 6 trifft. 5. Nee, 6 haben wir gesagt. Aber dann merkt euch, wer angefangen hat. Ist bei euch... Schiebung. Hier wird direkt wieder beschissen, ne? Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Was ist das? Ist das jetzt... Das ist ein Raute. Das ist auch nicht fair. Müssen wir kurz kontrollieren. Game Master, magst du bitte die Regeln erklären? Das war so klar, dass wenn die beiden gegeneinander spielen, dass das hier jetzt schon... Okay. Jetzt schon Reklamation. Okay. Machen wir so auf Ehre aus der Luft oder machen wir auch mit Titschen? Ihr werft bitte, also versucht wenigstens direkt zu werfen. Und ihr müsst auch, das ist ja nicht sonst fair. Weil nicht den Ellbogen über die Tischtennisplatte, also über die Kante. Und ansonsten free for all. Also nur von oben werfen natürlich. Nur von oben. Und denkt dran, wenn ihr jetzt was sagen wollt, Mikro an den Mund bitte. Hallo. Ja. Nein. Gut Leute, ich hoffe, das Spiel dauert jetzt. Ja. Ich hoffe, das Spiel dauert jetzt 5 Minuten, Leute. Ich würde sagen, geht los. Ihr fangt an. Wie ist das, wenn mehrere in denselben Becher treffen? Dann 2 Becher weg. Abwechselnd oder Team durch? Nee, ihr habt also jeder Einwurf pro Team.
Jo. Eigentlich ist das sogar mit Travel und dann sind beide. Nee, sowas, wir sind hier nicht auf irgendeiner Assi-Dorf-Party. Nein, wir spielen jetzt genauso, wie wir das vorhin eben gerade gespielt haben. Nein, noch nicht. Wir müssen erst noch mal werden. Ziemlich frühes Computerspiel da. Klar über den Tischkante gewesen, ne? Hab ich nicht gesehen. Ja. Ja, Schiedsrichter, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen, ne? Den Job hier auch ernst nehmen. Du machst jetzt erstmal einen Trickshot. It's okay. I carry this. So. Hier. Busy. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an dich, Blizzy. Wirklich. Kommt noch. Ja, ja. Gut. Der hat sich rausgedreht. Ärgerlich. Okay. Ärgerlich. Wobei wir haben eigentlich jetzt schon Pause. Edition. Man darf pitchen. Dann zählt zwei, aber dann dürfen die anderen wegkommen. Nein. Wir machen das genauso wie die anderen. Wir machen das genau wie die anderen, die es vorhin gespielt haben. War das schlecht. Felix, ich muss dich bitten, auf deinen Ellbogen zu achten. Mein Gott. Wir haben doch sogar schon mal zusammen gespielt. Augen auf die Becher. Los. Los. Vielleicht mal ein bisschen den höheren Winkel, dass er nicht so mit Pfeffer kommt. Nee. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch aufditschen. Es kommen hier keine Gentleman's Agreement. Das ist hier Wilder Westen. Außer der Ellbogen. Wenn du das sagen möchtest, bitte ins Mikro. Ich bin echt kacke. Es wird nicht gedingst, wenn aufgeditscht wird. Ihr seid dran. Er hat es ja nicht gemacht. Also mit aufditschen, komm. Oh. Ja. Sind da keine Bälle? Nee. Schade, ein bisschen weniger Schmack ist, glaube ich. Einfach ein bisschen höherer Winkel. Mit Gefühl. Und Treffen dabei noch. Ja. Nicht die Gefühl. Oh, das war aber ganz weit daneben. Das war mein Lucky Punch, der erste. Oh, stehe ich im Weg? Ich müsste trinken, also Wasser. Oh, jawohl! Hey. Zweiter Treffer. Jungs, go, go. 2-0. Oi, direkt. Welcher war das zweite von denen? Direkt. Der noch stehen lassen, bitte, genau, noch stehen lassen. Auf den ziehen wir auf. Blizzard. Okay. Alter Schwede. Alter Schwede. Direkt der Ausgleich von Blizzard. Ach so. Actually, nicht mal die Platte getroffen, aber war okay. 2-2, Leute. Das war der Ausgleich. So viele Treffer haben wir vorhin in 25 Minuten gesehen. Nein, so stehen lassen. Alter, jetzt hört auch da wieder irgendwie. Knappes Ding. Nee. Okay. Ja, ich hätte es auch reklamiert. Okay. Ärgerlich. Oi. Hinter euch. Ellbogen. Nicht so geil. Ein Stück zurücktreten. Offizielle Regeln. Blizzy nimmt immer Anlauf, der macht immer so. Ja, eigentlich schon. Ja. Oh mein Gott, Alter. Einfach werfen. Ich bin so schlecht. Wir wollen bis 3 Punkte machen. Ich glaube an euch. Bis wohin wollen wir machen? Bis Finale machen wir sein. Bis 6, ja. Okay. Einfach jetzt fertig. Nice. Da ist der nächste Treffer. Maschine. Von Tom. Also Chat übrigens, ne, wenn ihr uns flamet, dass wir schlecht in diesem Spiel sind, das sagt mehr über euch aus als über uns.
Das stimmt. Das stimmt vollkommen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich bin hier auch getriggert. Ja, ich wurde hier auch zugezwungen. Da ist der Treffer. Stehen lassen. Entschuldigung. Hast du schon einmal getroffen? Nee, leider nicht. 3 zu 3. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, der zählt, also der war sowas von drin. Der zählt. Der Wurf war einfach zu gut. Der zählt, aber der kommt weg. Da könnt ihr jetzt nicht nochmal reinwerfen. Wieso? Ne, das Wasser kommt nicht weg. Der ist weg. Wasser wieder rein. Ja, jawohl. Okay. Das könnte jetzt der erste werden, wo es drei Treffer in einer Runde gibt, wenn Christian Schmiel abliefert. Denk dran, Blizzy, Ellenbogen. Ich reklamiere das. Dann ist die ganze Runde ungültig. Oi. Das stimmt. Wir holen uns jetzt den Sieg. Ihr könnt euch den Sieg holen. Ihr habt quasi Matchball, wenn ihr dreimal trefft. Jetzt schon nicht mehr. Ich hätte auch mit auf den Schmarrn sollen. Das muss ich üben. So, wer macht den Matchball rein? Roman, wir gehen mal ins Bootcamp. Jetzt auf einmal Ego. Beim Overcook lief es nicht so gut, ne? So, letzte Runde. Nein, ihr macht es jetzt einfach fertig. Du hast gleich im Finale nochmal die Möglichkeit, Trickshot zu machen, wenn du ins Finale kommst. Ja. Jawohl. Das ist er. Der Schnelligkeit halber. Team B's Herrschaft endet, Junge. Ja. Dann hättest du nicht so doll werfen dürfen. Das ist das Zeichen unseres Erfolgs, die Pfütze. So. Ich brauche einmal ganz kurz meine lieben Wischleute. Genau, ihr könnt direkt bleiben, wir machen direkt weiter. Ja, wir müssen nur einmal ganz kurz wischen, weil da ist ein bisschen was ausgelaufen. Ein kleines Malöhrchen passiert. So. Wir haben hier jetzt die besten Waterpong-Spieler, die wir unter unseren Teilnehmern finden konnten, versammelt. Ich hoffe, das Ganze dauert jetzt keine Dreiviertelstunde mehr. Aber vier Becher. Ja, vier. Ich würde einfach sagen, was machst du denn? Du hast doch auch schon mal Bierpong gespielt, oder nicht? Machen wir noch mal ein bisschen Wasser rein. Der ist schon alle. So, Leute, ich würde einfach sagen, wir machen nicht mehr bis sechs, weil das hat eben, ich habe euch ja schon mal werfen sehen, beide. Wir machen. Wir waren doch mega gut. Dann musst du aber auch damit rechnen, dass du deinen Zug nicht kriegst. Bis fünf von mir aus. Wer hat die Bälle? Ich habe einen. Das passt. Muss reichen. Ja, wir fangen so an. So, Leute. Jetzt fang einfach an. Was? Ja, ja. Nein, wir machen einfach, wenn wer zuerst 6 hat, ist vorbei. Ja, dann ist besser, ja. Was sind denn die Nummern? Ich brauche noch einen Ball. Ja, natürlich. Dritten? Der Kameramann braucht auch nicht einen Tee, schreibt jemand. Es fehlt noch ein Ball. Nicht so schlimm. Regie, ich brauche einen Ball. Oh, Blizzard, wir brauchen doch keinen Ball, Regie. Alles gut. Auf geht's. Und dann hast du die Serie, die sich auf den Kopf draufsetzt und dann so die Kamera hoch. Genau deswegen wollte ich nur drei. Nein, das ist
Was ist das denn hier? Ja, erster Treffer. Erster Treffer. Also kann man doch nicht stolz sein. Wie viel jetzt? Nee, bin ich auch nicht. Ich hab 6. Das ist ärgerlich. Nee, das ist ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich. Das ist nicht drin. Das ist nicht drin. Ja, schwierig. Ja, genau. So, ganz und locker. Das ist Handgelenk. Die machen jetzt nicht Handgelenk. Pass auf, dass du nicht bei dir selber reinwirst. In dem Winkel. Ich will einen. Aber einen hinteren, das ist nicht so schlimm. Jetzt fragen die sich, ob unsere Technik besser ist. Wir haben sie. Ey, Moment, was ist das los? Nein, er ist dran. Habt ihr versucht? Nein, 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 das darf man nicht. Doch. Das darf man nicht. Solange du bist nur für die, Alter. Die müssen, die müssen einfach nur selber werfen. Die müssen einfach gleiche nur Reihenfolge. Ordentlich. Oh, das ist Karma, Alter. Das war vorhin auch so. Vorhin war es auch so. Entschuldigung. Wir sind Late-Game-Spieler. Ja. Das ist deine Runde. Deine Runde. Deine ja. Runde. Zweiter Punkt. Komm direkt. Oh. Da ist er. Das ist also ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang besser. Vielleicht einfacher ist mit diesem Dings, aber spätestens danach. Ja, 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 genau. Ja, aber Style bringt halt auch nicht jetzt immer fängst Punkte. Fängst du an, ne? Hm? Ja, ja. Mach doch, change doch bestimmt wieder die. Oh, mal am Ball. Das ist eine Sache von Ehre. Ja. Oh, warte. Was hab ich? Ich brauch den Grip. Ich muss wieder. Ah, ja, ja. Komm, Jungs, ich glaube an euch. Oh. Ja. So eine richtige Warte, Bombe. Warte, fängt alle. Danke. Ja. Den dritten nehmen wir auch noch. Den dritten nehmen wir auch noch. Ja. Ja. Das ist das Karma. Das ist das Karma. Das ist Jellies. Okay, mach. Hier sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr unterschiedliche Taktiken, die hier geworfen werden. Wer so wirft, sollte nicht gewinnen. Was? Beide Taktiken scheinen einfach nicht zu funktionieren. Okay. Ja, ich setz ein Zeichen. Ja, mach eine Bombe. Und dann zieht ihr nach. Okay. Bis wie viel Jahren? Richtig. Bis wie viel machen wir jetzt? 4 oder 5? 6. Ah, ist aber so. Wir machen bis 4. Ja, jetzt safe, oder was? Ja. Oh, ja. Warte, nein, nicht, noch nicht abgeben. Alle 3. Bis 6. Ja? Nein, bis 4. Bis 4. Ja, ja, ja. Was? Wir können das danach nochmal off-camera spielen. Ja, der kommt. Komm schon. Was hat Denker dein Ellbogen? Ja, war okay. Ah, okay, fast. Okay. Ellbogen. Oh. Nein. Der, wenn du es getroffen hättest, hätte er nicht gezählt. Ja, nee, das war was ganz anderes. Das ist aber auch illegal. Komm schon, Leute, ich glaube an euch. Wirklich. Das ist knapp, aber. Ja. Du musst entfesselt werden. Ne? Du musst frei sein, wie ein Vogel. Let's go jetzt. Wieder so close. Also du wirfst sehr gut, aber ja, ein bisschen zu doll, glaube ich. Sehr gut, aber auch sehr schlecht. Ich glaube, ein bisschen zu doll. Ich glaube, wie gesagt, die hohe Flugkurve ist es. Der Bogen, ja. Die, der genau Bogen, die. Genau die Flugkurve habe ich gemeint. Comeback. Das ist der Anfang vom Ende. Danke sehr. Ich hab Durst. Ja. Da ist ein bisschen die Luft rausgekommen. Die Luft war nie drin. Bei beiden von euch.
Ihr habt, die ich glaub, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu beenden. Wir spielen bis vier. Ja. Alle drei gehen jetzt rein. Und dann los. Oh. Megasuch. Sehr knappe Kiste, sehr knappe Kiste. Das war gar nichts. Nee, ist okay. Nee, ist okay, ich sehe das. Das passt. Oh, sehr knapp. Sehr knapp. Alter, was ist das denn? Was sind das denn für mit solchen Würfen? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Proberunde 5 Minuten gedauert hat. Meine Güte. Es ist aber auch unlucky. Gut, Alter. Das sind immer knapp. Ah, Ellbogen. Yes! Das war nicht Ellbogen, ich hab's genau gesehen. Schiedsrichter, ich hab's genau gesehen. Es war schon sehr, sehr grenzwertig. Nee. Es war schon sehr, sehr grenzwertiger Ellbogen. Er war 100%. Es war schon sehr, sehr grenzwertiger Ellbogen. Aber. Was zählt? Nee, du kriegst jetzt eine Verwarnung. Eine Verwarnung, ja. Du kriegst jetzt eine Verwarnung. Der hat gezählt, ja. Aber das heißt, man darf einmal. Der hat gezählt. Ja, aber das war auch kein eindeutiger Ellbogen. Das war letzte Chance. Nee, ich meine letzter oder? Achso, ja, ihr müsst noch eintreffen. Okay, ich dachte, das war letzte Chance für Massa. Achso, wir müssen noch einmal. Okay, noch einmal, komm. Wir haben alle eingemacht, oder? Ja. Ja. Da ist er. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Lecker. Wenn Christians Spiel sich rafft, wird das der Ausgleich. Lecker. Oh, ja! Und es ist der Ausgleich. Eigentlich, ja. Nein. Bei. Hey, ihr habt angefangen, ne? Nee. Die haben angefangen. Dann ist vorbei, ja. Dann weil wieder komplett. Ganz schwierige Runde. Ja, drei zum ganz schwierige Runde. Also ihr müsst jetzt einmal. Wenn die jetzt treffen, ist vorbei, weil die angefangen haben, Leute. Guck mal. Ja, ich sehe. Hallo, was hast du denn? Ja, das ist richtig. Er hat recht. Oh. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, liebe Zuschauer. Der zittert. Der auch. Jetzt aber ja. Ich hoffe, das hat man auf der Cam gesehen. Oh mein Gott. Neue Runde. Karma. Christian. No pressure. Ellbogen? Ist okay. Ellbogen ist vollkommen okay. Nein, das ist... Ja, weil es ist. Aber Blizzy nimmt immer Anlauf, das stimmt. Ich dachte lieber vorher, als wie Blizzy da. Massa Ellbogen, Vorsicht. Ja, okay, komm. Ganz entspannt. Das ist korrekt. So machst du es. Guck. Ah ja. Du hast die Chance. Ein Krimi. Oh. Neue Runde, neues Glück. Heute darf jeder mal. Ja, muss man ehrlich sagen. Nein. Oh. Ja, wenn es ein Treffer gewesen wäre, hätte er nicht gezählt. Eben. Naja. Schwierig. Den brauchen wir nicht.
Leute, bitte, ein Treffer brauche ich von euch, von irgendwem. Komm, jetzt fahrt ihr. Ich wechsle mich sonst gleich wirklich selber ein. Alter. Bandes einfach, mach einfach. Keine Pressure, ne? Keine Pressure. Oh. Junge. Ach, kann echt nicht sein. Komm schon. Du hast so ein Pech. Nico wirklich, hat so ein Pech. Bezahlt. Unglaublich. Aber der wird nervös. Ja. Der weiß, dass er gut ist, aber... Nee. Der war safe. Das war safe. Das war alles easy. Bei Christian muss man ein bisschen aufpassen, aber der trifft eh nicht. Leute, bitte. Ich brauche das jetzt von euch, dass ihr jetzt einfach fertig macht. Guck mal, besser kann man nicht werfen. Ja! Besser kann man ihn nicht werfen. Ja! Geht nicht. Komm. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Finally, endlich. Danke. Danke fürs Erlösen. Alter, du hast es sehr einer reingegangen. Leute, damit haben wir die ersten Punkte für Team C. Team B damit nicht mehr Alleinherrschaft mit 6 Punkten vorne, sondern Team C jetzt tatsächlich mit 3 Punkten dicht dran. Mit 4 Punkten, Entschuldigung, 4 Punkte. Und wir würden jetzt ganz kurz in eine 5-minütige Pause gehen, damit wir uns alle die Augen waschen können, nachdem wir es gerade gesehen haben. Also gehen wir ganz kurz in die Werbepause und wir sehen uns dann in ungefähr 5 Minuten wieder. Und denkt dran, crazy, overcooked in die Kommentare zu schreiben, damit ihr das Jersey und den Philips OneBlade signiert gewinnen könnt. Also bis gleich, Leute. Tschüss.
Willkommen zurück, meine Lieben. Wir sind hier bei den ganzen Spielern und ihr habt ja eben gerade gesehen, Waterpong, kein Bierpong, Waterpong hat das Team Massa gewonnen, beziehungsweise Team Nummer C. Damit steht es jetzt 6-4, 0-0. Und ich würde sagen, beim nächsten Spiel wird es wieder ein Spieler in der Platte werden, aber diesmal was anderes. Wir kommen zu Spiel Nummer 5. Oh, Tischtennis, komm bitte. Ja! Es wurde vorhin schon fleißig trainiert. Es wurde fleißig trainiert, Tischtennis. Und wir machen wieder ein Turnierformat. Ich werde es den anderen gleich nochmal sagen. Wir machen wieder ein Turnierformat. Es wird dieses Mal Team A gegen Team D und Team B gegen Team C spielen. Und wir spielen Best of One, damit das Ganze Elend hoffentlich nicht, damit das Ganze schnell ein Ende hat. Da wurde gebuzzert. Joker? Joker. Joker. Da wird der Joker gezogen, meine Lieben. Tischtennis. Aber warte mal, wir müssen noch mal ganz kurz. Wer von euch, wollte ich gerade sagen, wer von euch möchte sich denn jetzt den Bart umstylen lassen? Ja, es gibt doch nur einen. Felix, ich mach doch. Hä, der hat doch gar nichts, das wurde doch. Es wurde vorhin gesagt, dass die beiden Felix nicht machen das. Das ging so ein Bonus. Ich glaube, bei Felix müssen wir die Augenbrauen wegmachen. Ich gehe das mal ganz kurz, da wird der erste Bonus gecheckt. Ich gehe das mal ganz kurz checken. Nö, das ist ein Bart. Das ist ein Bart. Das ist ein Bart. Aber wie funktioniert denn das? Wir sind alles Hater. Wir kriegen jetzt einen Philips OneBlade. Ihr habt zuerst den Joker gezogen und wir werden jetzt Felix ganz kurz umstylen und danach geht es direkt mit dem Spiel aber los. Frage, der den Bart abrasiert bekommt, muss er selber spielen? Muss nicht spielen, nein. Muss nicht spielen. Bei uns ist Robert, der spielen will. Ja, dazu kommen wir jetzt. Tischtennis wird 2 gegen 2 gespielt. 2 gegen 2 Doppel und es wird ein Best-of-One-Turnierformat. Bis 11. Best-of-One-bis-11-Turnierformat. Ich brauche mal bitte, ich habe einen Felix. Dann kriege ich vielleicht noch ein Handtuch. Perfekt, danke. Warte, wir holen noch ein Handtuch für euch. Wir holen noch ein Handtuch für euch. Das ist ein Bart. Das ist ein Bart. Ich kriege ein Handtuch reingereicht. Einmal ein schönes Handtuch. Der ganze Bart da weg jetzt. Der ganze Bart? Ach ja. Wollen wir es vielleicht draußen machen? Dann machen wir hier nicht alles dreckig im schönen Meetingraum. Das machen wir draußen. Wir machen es draußen. Wir machen es schnell draußen. Und ihr seht gleich das finale Ergebnis. Die bekommen jetzt einen Vorteil. Die müssen sich auch den Bart rasieren. Was denn? Na, die mit uns in einem. Ach nee. Nee, einer aus dem Team war die Ansage. Ich bin gespannt auf den Joker. Ich mach das. Felix opfert sich für das Team. Ich glaube, Fatih ist krass, Roman auch gespielt. Ich spiele sehr lange nicht mehr, aber. Und lässt sich den Bart umstylen. Du darfst anfangen. Aber du kannst verlieren, Dieter. Nee. Nur der Schnauzer bleibt. Ja, nur der Schnauzer bleibt. Nur der Schnauzer bleibt. Es kommt alles andere weg. Hast du einen Tischtennisball noch? Ich lasse euch das mal ein paar die Impressionen einfangen. Das ist ja das Gute an dem Ding, man kann sich damit nicht schneiden. Also ihr habt euch auf jeden Fall jetzt einen ziemlich, ziemlich, ziemlich krassen Vorteil erspielt. Aber das ist jetzt die Frage, das ist ja 2 gegen 2. Ja. Wir spielen jetzt gegen ein Team. Der Joker zählt sowohl, falls er ins Finale kommt, auch im Finale. Das ist ja großartig. Perfekt. Also wir haben eh schon Tischtennis-Vereinsspieler, von daher denke ich, ist das durch. Deswegen ist es so wichtig, den Joker taktisch einzusetzen. Fatih hat dich schon mal rasiert? Ja, beim letzten Mal. Hat der auch so lange gebraucht wie ich? Ja, und der hat sich auch gut Zeit gelassen. Hat immer nachkorrigiert. Ja, muss man wahrscheinlich auch.
Dann sieht das unsauber aus. Aber für das siebte Spiel kann man ja keinen Joker mehr nehmen. Also kann der nur noch einer einnehmen, ne? Ist jetzt das fünfte Spiel, sechste Spiel, geht noch Joker? Siebte geht ja nicht mehr. Richtig, richtig. Also es gibt jetzt noch theoretisch ein Team, was die Möglichkeit hat, noch einen Joker zu ziehen. Sind die dumm alle. Wer am schnellsten, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir sind halt strategisch den anderen voraus, ne? Also das können wir auch nochmal gerne auf der Kamera sagen. Wir sind besser. Du machst das auf jeden Fall sehr professionell, Roman. Ja, guck mal meine Hand an, die ist voll mit... Wollt ihr denn schon mal verraten, wer bei euch spielt? Ich nicht. Die anderen beiden. Ich muss hier hinhalten. Das reicht. Genau, du holst ja den Sieg sozusagen direkt. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, wen die anderen Teams sich so dazu holen werden. Ich werde die mal ganz kurz hier allein lassen. Die Kamera kann gerne hier bleiben. Ich gehe nur einmal kurz rüber und rede nochmal mit den anderen Teams und frage mal, wer da überhaupt spielen wird. Lennart, wisst ihr denn schon, wen ihr ins Rennen schicken werdet? Gehen rein. Ich gehe mit Kilsen rein. Du gehst mit Kilsen rein? Yes. Dann habe ich für Team A Kilsen und Trilux. Serment. Roman und du? Ja. Roman und du? Perfekt. Blizzy, also du bist ja Tischtennisspieler. Du wirst wahrscheinlich spielen, oder? Ich werde spielen und ich werde von Grenady unterstützt. Du wirst von Grenady unterstützt. Alles Klärchen. Dann frage ich nochmal kurz das andere Team, was gerade schon an der Platte ist. Haben wir den Joker in allen Runden? Ich habe den Joker in allen Runden. Falls er ins Finale kommen sollte, zählt der Joker auch fürs Finale, ja. Deswegen. Wer spielt als erstes? Team, als erstes wird spielen Team A gegen Team C und danach Team B gegen Team D. Wieso denn wir schon wieder gegen B gegen D? Das war eben schon. Entschuldigung, A gegen D, B gegen C. Entschuldigung, ich hab auf den falschen Platz geguckt. Sieht auf jeden Fall, sehr, sehr fresh aus. Sehr, sehr fresh. Ich habe es noch gar nicht richtig gesehen. Ist mir egal, ich lasse mich überraschen. Sieht sehr gut aus. So, dann brauche ich bitte einmal Team A und Team D, die Spieler an der Platte. Team A und Team D jetzt an der Platte. A gegen D. Das ist das Spiel, wo noch kein Joker gezogen worden ist. Wie versiert seid ihr im Tischtennis? Ja, geht schon. Viel gespielt in der Jugend. Sehr viel sogar. Und ja, mal gucken, ob es ausreicht. Es könnte ein bisschen knifflig werden, habe ich gehört. Ja, Blizzy ist ein Tischtennisspieler im Office. Und bei euch, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr versiert im Tischtennis? Den habe ich vorhin spielen sehen. Für die beiden Luschen wird es reichen. Für einen Luschen wird es reichen, alles klar. Dann gib mir mal am besten das Mikro. Das ist dann einfacher. Deins nehme ich auch. Ihr habt noch keine Beschränkung. Bei euch ist noch alles offen. Und wir spielen jetzt als Verein oder Doppel? Ihr spielt standardmäßiges Doppel. Das heißt abwechselnd schlagen und bis 11. Und wenn es 10-10 steht, 2 vor. Wie immer eigentlich. Dann würde ich sagen, einmal um die oder wollen wir direkt? Einmal um die? Okay. Achso, du hast schon. Du brauchst noch einen Schläger, ja, ist richtig. Also um die, wer anfängt. Nein. Doppel. Ich ziehe die Platte nochmal ein Stückchen zu euch, weil ihr habt ein bisschen wenig Platz da hinten. Ziehen wir die Platte nochmal ein kleines Stückchen rüber hier oder schieben die rüber. Danke Christian, sieht gut aus. Schiebt mal beide gegeneinander? Ja. Ja. Wird passen. Aber da haben wir wenigstens ungefähr gleich viel Platz. Abwechselnd schlagen, genau. Und dann würde ich sagen, spielen wir einmal um die und dann geht's los. Das sieht schon aus wie Tischtennis hier. Alter Schwede. Okay. Ihr fangt an, zwei Angaben, danach wird gewechselt. Also, Netzangabe ist Wiederholung, ins Netz ist vorbei. 0-0. 1-0. Genau, bis 11. 1-0 für euch. Ja, da ist das 1-1.
Jetzt habt ihr Angabe. Alle zwei Angaben wird gewechselt. 1-1. Da ist das. Wie bitte? 3-0. Achso, Entschuldigung. 3-0. 4 zu 0. Ja. 5 zu 0. Keine Gefangenen hier von Blizzard. Oh. Ja. 6 zu 0. Was ist 7-0? Nein, sowas machen wir nicht. 6 zu 0. 11-0 geht auch. 0 zu 6, genau. Es wird immer gewechselt. 7 zu 0. Ja. Ja, da ist der erste Patzer von Blizzard. Damit steht es 7 zu 1. Und direkt das 7 zu 2. Mhm. 2 zu 8. 2 zu 8. 2 zu 8. Ja. Zwei zu neun. Oh, ui. 10 zu 2 und damit Matchball für Blizzard. Und da macht er den sehr, sehr gut. 11 zu 2 ist das Ganze jetzt ausgegangen. Vielen lieben Dank für eure Teilnahme. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ihr dürft euch auch erstmal wieder hinsetzen. Ihr könnt von mir aus auch direkt hier bleiben. Ihr seid ja im Finale. Aber fürs Finale werdet ihr ein Handicap bekommen. Ich hole mal die anderen Teams. So, jetzt brauche ich die anderen Kontrahenten. Was denn? Blizzy. Wer möchte von euch spielen? Zwei Spieler brauche ich. Okay. Was? Seiten tauschen? Ihr müsst bitte einmal Seiten tauschen. Also dass ihr auf der Seite spielt wegen der Grafik. Fatih? Nee, also bei dir. Fatih, bei dir ist eh egal. Oder bei eurem Team. Ja. Auch fürs Finale. Wisst ihr schon, was der Druck ist? Keine Ahnung. Was nicht ohne den Spiel. Hier wird gerade noch taktiert, welcher Schläger genommen wird. Ich mach den weg. So, Fatih. Den hat auf jeden Fall Blizzy gehabt, oder? Da bin ich mir sicher, dass ja. Blizzy diesen Schläger hat. Fatih, hast du deinen Wunschschläger gehabt? Oder ist es dein Wunschschläger? Nee, aber ist okay. Aber es ist auch vollkommen egal, weil einer von euch muss mit diesem wunderschönen Ding spielen. Denn das ist der Joker. Einer von euch beiden. Ich spiele nur einer. Ich spiele damit. Du spielst damit, alles klar. Nein, die dürfen sich das aussuchen. Aber das nächste Spiel dürfen sie es aussuchen, ne? Nein. Aber dann bestimmt das Busy. Gibt's den nicht kaputt? Den gibt's leider. Jetzt mach ich nicht noch kaputter als Asian ist. Das ist leider das, mit dem du jetzt arbeiten musst. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ich schwöre, ich spiele nicht runter. Ich mach nur vorne. Okay, bis 11. Wir machen einmal um die. Einmal um die und dann bis 11. Bester vorne. Wir spielen immer mit diesem nacheinander, ne? Zwei Angaben. Ich zähle auch. Nee, und diagonal bei der Angabe. Ja, bei anderen Angaben diagonal. Ja. Und immer nacheinander dort, ja? Soll ich anfangen? Nein, um die. Um die Angabe spielt ihr. Achso, klar. Geh wieder einfach. Ja, beide. Ja, okay. Okay. 0 zu 0. Ach so, hast du nicht. Ja. Damit steht es 0 zu 1. Uiuiui, Gott mit dem Handicap. Ja. 2 zu 0. Alter Schwede, hoi, 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 hoi. 2
2:1. 2:1. Macht der wieder auf mich? Ja, 2:1. Jo. Oh, hoppala, oh, hoppala. 2:2. Bis jetzt ist der Joker noch. Steht 2:2, ist noch sehr, sehr spannend hier. Ja, zu viel gewollt. Zu viel gewollt. 3:2. Man hört im Hintergrund die ganze Zeit Christian Spiel. 3:2. 2:3, Entschuldigung. Fatih mit dem Schläger. 3:3. Christian Schmiel im Hintergrund, meine Damen und Herren. Ja. 4:3. Alter Schwede. 4:4 beide. Sehr, sehr knappes Spiel bis jetzt. 4:4. Entschuldigung. Entschuldigung, 5:3. Es tut mir wahnsinnig leid. 5:4. Ich kann anscheinend nicht zählen, meine Damen und Herren. Tut mir leid. 5 beide. Ich bin wieder da. Hier wird nach Turnierregeln gespielt. Ja, 6 beide. 6 beide. Ja. 6:7. Ich glaube, wollte zu viel. 8:6. Oh. 9:6. 9:6 für Roman. Oh mein Gott! Tatsächlich das 10. Roman. Die Platte ist neu. Das 6:10. Ja. 6:10 und damit Matchball. Zögern's raus. 7:10. Oh. Alter Schwede. Das ist ja Tischtennis hier. 10:8. Moment. Damit ist es over. Sehr, sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. Ihr dürft das gerne hier liegen lassen. Aber die müssen jetzt Finale gegen die spielen und die müssen auch so spielen. Aber trotzdem sehr, sehr krasse Performance mit dem Schlägerfahrt. Dankeschön. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich glaube, der Schläger, wenn der noch gut gewesen wäre, der Kleine, hätte ich noch mal einen kleinen Vorteil gehabt. Das war nur Noppen. Ja. Ich kann nicht gegenreden. Aber das soll ja auch ein Handicap sein. Was denn jetzt? So, meine Lieben. Christian Spiel mit dem Handicap-Schläger. Wir spielen einmal um die. Wir starten direkt rein. Ihr habt einen Ball. Kümmer dich doch mal hier um die Platte. Ja. Ja, jetzt ziehst du, ja, perfekt, jetzt ist sie komplett schräg, danke. Das ist keine gute Vorbereitung. Du musst das bisschen. Hier wird noch taktiert, wie die Platte stehen darf. Kurz spielen. Ich muss ein bisschen nachschlagen bei den Kleinen. Ich hab das früher auch mal trainiert. Hättest du es einfach stehen gelassen? Ja, es war halt kaputt. Muss doch sagen, haben dass es besser ist, oder? Ist sehr viel besser. Jetzt ist da ist noch genug besser. Zeit zum Spenden in der Zeit. So. Okay, wir lassen es jetzt so. Wir lassen es so. Einfach nicht mehr bewegen. Wir lassen es jetzt so. Leute, einmal um die Angabe, wenn wir die beiden Office-Legenden, Christian und Roman, die sowieso immer Tischtennis gegeneinander spielen. Einmal um die Angabe bitte und dann geht es auch direkt schon los.
Weiß ich nicht. Aber ist okay, du fängst an, du fängst an. Wir fangen an, damit steht es 0-0. Oh. 1-0. Ups. 2-0. 0-2. Wir müssen eigentlich ein bisschen Wechsel machen jetzt, Christian. Egal. Ja. Du musst jetzt da rüber. Ich fahre den Schläger. Ja. 1-2. 1-2. Damit steht es 2-2. Ja. Christian Schmiel lässt sich nicht unterkriegen von dem Handicap. Was seid ihr denn? Oi. 3-2. Alter Schwede. Das ist ja Tischtennis hier. 3 beide. Und die Angabe ist bei euch. Angabe ist bei Sermond. Alter Schwede, was für Angaben hier. Ja, ah, da zu viel gewollt, zu viel gewollt. 3-4. Oh. 5-3. Hier so ein spannendes Spiel wird. 5-3. Trotz Handicap. Oh. Das tut sehr weh. 4-5. 5 beide. Der Ausgleich. Hä? Was haben wir denn? Natürlich hat sie noch eine. Ja. Der will zu viel, der will viel zu viel. 6 beide. Ausgeglichenes Spiel hier. Christian Schmiel zeigt nochmal ganz kurz, dass er auch den Ball hochhalten kann, trotz Handicap. Ja, guter Ball, guter Ball. 6-7 an der Stelle. Acht zu sechs. Oh, gefährlich, gefährlich. 8-6. 8-6. Acht zu sechs. Oh. Ja. 8-7, das ist ein unglaublich ausgeglichenes Spiel hier. Trotz des Handicaps. Aber Granadi kann auch Tischtennis spielen. 9-7. Zehn zu acht. Damit Matchball. Und Leute, wir haben knapp die Hälfte. Knapp die Hälfte, damit ich mir hier live vor laufender Kamera einen Schnauzbart rasieren muss. Das ist durch. Das ist durch, das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Roman. Ist das wirklich, so wie Blizzy vorhin gesagt hat, dein erster Sieg 2022? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge? Aber ich muss gestehen, er ist vielleicht ein bisschen besser im Tischtennis, deswegen war das Handicap nicht so schlecht für uns. Aber sehr, sehr taktisch genutzt auch, sehr, sehr gut. Ja, natürlich, also das haben wir auch vorher besprochen und natürlich auch die Spiele im Blick gehabt, weil im 6. Spiel werden wahrscheinlich relativ viele den Joker ziehen. Ja, aber die sind halt nicht so taktisch. Die sind halt nicht so taktisch und strategisch klug wie ihr, das ist richtig. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal kurz zu unseren Kontrahenten und Leute. Ja, Mann, Dieter, du hast den grünen Schläger am Anfang mit. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Nee, das ist halt der Schläger. Der kostet 300 Euro. 300 Euro.
Leute, sechstes Spiel und damit die letzte Möglichkeit, noch einen Joker zu ziehen. Ihr zieht jetzt schon den Joker. Jetzt schon den Joker, okay. Bevor er überhaupt weiß, welches Spiel gespielt wird, zieht er den Joker. Und ich würde sagen, wir gehen in... Wenn er sagt, er will ihn jetzt schon ziehen, dann kann er ihn jetzt schon ziehen. Ja, dann habe ich den Freund schon in Runde 1 gezogen. Wir hätten ihn nicht einladen sollen. Wir hätten wirklich sagen, es ist gut, dass Blizzy kein Mikro hat und dass er nicht gehört hat, was er gesagt hat. Egal, wir kommen zu Spiel Nummer 6, in dem die das Joker gezogen haben. Und es wird Mario Kart, meine Leute. Ihr habt einen Joker gezogen. Wer von euch möchte sich rasieren? Ich. Ja, ist es ähnlich. Und wer von euch möchte sich jetzt wirklich rasieren? Du machst das, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz rasieren und suchen dann raus, wer von euch Mario Kart spielen wird. Also kommt bitte mit raus. Ich würde das Handtuch nehmen. Genau, da sind ganz viele Gläser. Du kannst es machen. Wer möchte es machen? Miki, du oder willst du ihn rasieren? Habe ich keine Ahnung. So. Ich brauche nochmal den Philips Oneblade bitte reingereicht. So, wo sind hier die Büschel? Wo sind die Büschel? Welche Büschel? Das ist ja nichts. Klasse. Lennart. Du hast ja schon Übungen mit dem Oneblade. Entspann dich, lehn dich zurück. Wie beim Friseur hier. Habt ihr euch das vorher schon überlegt, dass ihr jetzt noch den Joker ziehen wollt? Ja, wir waren uns relativ sicher, dass wir jetzt mal ein paar Punkte brauchen, weil wir wollen hier nicht als letztplatziertes Team rausgehen. Und deswegen haben wir dann einstimmig gesagt, wir ziehen jetzt den Joker mal. Oh. Und wie fühlt sich das an? Ja, es ist frei. Ja, absolute Freiheit jetzt. Mach mal den hier. Dann kann ich hier ohne den hier noch einmal abmachen. Jawohl. Bist du normalerweise Bartträger, also trägst du den immer oder rasierst du den ab und zu auch mal ab? Naja, du siehst ja, ein bisschen Kontur war ja da. Also ich stecke da schon Arbeit rein so. Aber der ist ruckzuck wieder da, also 7 bis 10 Tage dann. Ja, bei mir wird das halt 7 bis 10 Monate dauern. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr versucht, noch die 2.500 Euro zu erreichen, weil dann muss ich wahrscheinlich 3-4 Monate mit einem Schnauzbart rumlaufen, liebe Leute. Okay, jetzt muss er einmal zu mir gucken am besten. Jawohl. Guck mal, jetzt hätte ich es gelernt, oder? Nochmal vielen lieben Dank auch für alle Leute, die beim Giveaway mitgemacht haben. Das Giveaway wird jetzt enden oder ist schon beendet. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, es ist schon beendet worden. Also herzlichen Glückwunsch an die Gewinner von dem Oneblade und dem League of Legends Trikot. Hast du hier nicht vergessen? Ist er? Aber es sieht sehr gut aus. Ja, ist clean, oder? Ja. Also du kannst das tragen. Hast du ihn schon mal so gehabt? Nee. Ich glaube, du sollst es dir mal ein bisschen wachsen. Sieht sehr, sehr gut aus. Okay. Sehr, sehr Schmuck. Du musst das zu Hause erklären. Vielleicht kannst du das mal zeigen. Da ist tatsächlich auch was im, oder hier? Oh ja, da sind Haare. Oh, deutlich. Das ist mehr als bei Felix. Auf jeden Fall. So. Wir gehen mal wieder zu den anderen. Gib mir, ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du in die Wäsche. Jetzt lohnt sich das auch. Gib mir mal das Handtuch und wir gehen mal wieder zu den anderen. Entweder ein Controller ausrufen oder sagen, was. Boah. Nein, nicht die Brille. Das wird der Deal mit meinem Ketzen. So, meine Lieben, bevor ich euch sage, was der Joker ist, wer von euch möchte denn Mario Kart spielen? Wer von den Teams? Ich möchte. Es hat nichts mit Brille zu tun. Du spielst? Rülfchen spielt auch. Miki spielt auch. Und ich. Dann haben wir Serment, Massa, Rülfchen und Nugget für Mario Kart. Und wir spielen tatsächlich, dadurch, dass der Joker gezogen wurde, Don't Drink and Drive. Ist auch ein
Dorfpartyspiel eigentlich. Das heißt, vor jeder Runde, die ihr fahrt, müsst ihr ein Glas Wasser austrinken. Also egal, ob ihr es vorher trinkt oder während der Runde trinkt, aber ihr dürft nicht während der Fahrt Wasser trinken. Ihr müsst das Glas am Ende der Runde ausgetrunken haben, ansonsten zählt die Runde nicht. Kann ich am Anfang exen? Du kannst theoretisch am Anfang exen, ja. Das ist okay. Du kannst theoretisch am Anfang exen. Mit dem kleinen Schläger ist das schon. Human. Was? Ist schwerer. Ich hab schon Tactics. Hier bei der Punktestand: Team B mit 11 Punkten vorne, Team C 4 Punkte, die anderen Teams noch keine Punkte, aber es ist trotzdem noch alles offen, weil mit den letzten Spielen kann man 13 Punkte holen. 13 Punkte insgesamt sind noch zu holen. Na, guck mal. Gut, dann hätte ich. Dann hätte ich gerne einmal die Fahrer mit. Lasst gerne die Mikros hier. Oder. Wir haben keine Chance, Leute. Die Romans Team hat fast so gut wie gewonnen. Setzt euch. Ich muss ganz kurz in der Regie nachfragen, ob es eine Reihenfolge gibt, wer ist. Einmal gespielt bisher. Das kann nämlich sein. Aber dürfen wir uns schon einen Fahrer aussuchen, ne? Nee, das ist schon alles. Ich möchte Luigi haben, bitte. Okay. Alles klar. Hier in Größe oder so? Nö, ich glaube, das sind alles Gut. Awarner. Gut. Die Erstreihe sind alles Awarner, glaube ich. Ihr dürft die Controller haben, einmal für dich. Da wird gerade umgetauscht, der gleich. Ja, ihr könnt tauschen, wie ihr wollt. Ich hab gerade das Go bekommen aus der Regie, ihr dürft machen, was ihr wollt. Okay. Habt ihr schon mal Mario Kart gespielt eigentlich? Ja, aber ich weiß nicht mal die Steuerung, keine Ahnung. Auf der Wii. Aber keiner nimmt Stil Mario, okay, weil der ist sehr broken. Der hat verbesserte Werte. Ey! War ich das? Ja. Wie rum muss er überhaupt halten? So rum ist richtig. Wir spielen Grand Prix. Aber das sind ja vier Rennen. Das ist richtig. Okay. Deswegen viermal Wasser. Vier Gläser. Ich brauche auch bitte, liebe Regie, ich würde mich über Gläser und Wasser nochmal freuen, wenn wir das nochmal bekommen würden, weil es muss vor jeder Runde natürlich jetzt ein Glas Wasser getrunken werden. 150, ja. Und wie gesagt, keiner nimmt den Stil Mario, weil der so geboostete Werte. Warte mal, wo bin ich? Ich bin rot, ich bin unten X. Aber warte, es ist... Auch nochmal Glückwunsch an die Gewinner. Den Philipp Swanblade hat gewonnen. Denso-Unterstrich. Und das Jersey hat The Levan gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Das wird natürlich noch von allen signiert. Das sind natürlich nicht die richtigen Becher, die hier sind. Das sind natürlich die kleinen Becher. Wir nehmen natürlich große Gläser, damit sich das auch lohnt, der Joker. Ich habe eine Frage. Jan. Ich habe eine Frage. Warte ganz kurz, ich komme zu dir rüber, wenn du eine Frage hast. Moment. Dürfen wir nur im Rennen trinken oder bevor das Rennen losgeht, darf ich exen? Nein, sobald die Startzeit null angezeigt hat. Darf ich auch einfach mit einer Hand Gas drücken? Nein. Nein, don't drink and drive heißt das Spiel. Ja, langweiler. Nur trinken, wenn ihr nicht fahrt und sobald das Rennen läuft. Also der Countdown zählt nicht als Rennen läuft. Ja, Standard-Cards einfach so einfach. Weil es besser, oder? Bevor ihr wisst nicht, ob es einen Vorteil hat oder so. Ihr steuert übrigens nicht so. Ihr steuert... Alles das Erste, genau. Leute, jeder nimmt das Erste unter Fragezeichen. Das einfach ist Standard. Standard-Kit quasi. Gibt es irgendwie Warm-Up zumindest für Controls oder so? Eine Runde? Nee, Mario Kart ist eigentlich relativ selbsterklärend. Du gibst Gas und lenkst. Und weitest. Wo ist Gas? Hat jetzt jeder da, Standard- wo du drauf sagst. Da ist das Standard-Kart von The Warm Region. Das war einfach das, was eingestellt war. Da steht der Standard. Also ich habe nichts verändert. Gas ist nichts verändert. Ich schwöre, ich habe nichts verändert. Ich weiß nicht, ich Lenken, Items und Driften. Ich hoffe, ihr habt schon mal Mario Kart gespielt, Leute. Okay. Aber falls nicht, selber schuld. Links, genau, rechts driften, links Items, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Wir nehmen den Standard Cup einfach. Regenbogen, Regenbogen,
Das Glas hinstellen, bitte. Mann, ja, ey. Und das müsst erst, wenn der Countdown null anzeigt, also sobald das Rennen wirklich losgegangen ist, sobald die anderen Autos fahren. Gas ist rechts, oder? Okay. Gas ist rechts. Okay. Also das erste ist noch easy. Das dritte wird dann schon eklig sein. Nein, vier Gläser. Vier Gläser, pro Rennen ein Glas. Deswegen ist der Joker gar nicht so easy, wie Leute gedacht haben. Ihr dürft nicht Controller weglegen, also am besten den Controller weglegen, sobald ihr trinkt. Ihr dürft nicht fahren, während ihr... Don't drink and drive. Ich sag's nochmal, don't drink and drive. Aber erstmal nur... 3, 2, 1, es geht los. Rüfchen kleckert natürlich wieder ganz bodenvoll hier. Brauchen wir gleich wieder jemanden erwischt. Sieht schon sehr gut aus. Ich nehme mal ein Nugget, ist rechts oben. Und da geht's auch los bei den anderen. Wie wirft man denn Items? Links hinten, linke Schultertaste. Linke Schultertaste wirfst du Items. Ja. Hey, wie seid ihr denn vor mir? Ich bin noch vor euch losgefahren. Ja, ein Nugget. Kann mir das mal jemand erklären? Du bist einfach nicht so ein guter Fahrer, wie du denkst, glaube ich. Die beiden sind schon losgefahren, bevor die fertig waren mit Trinken. Da muss man auch mal ein bisschen hier, ne? Oh! Oh geil, man kann fliegen. Ich rauche auch. Also sehr, sehr wenig. Aber das ist auch okay. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte Luigi schon mal Mario Kart gespielt. Ja, ich habe schon nie gespielt. Also, first time Mario Kart. Da kommt ein blauer Panzer. Ja, ne? Blauschokolade ist unfair. Das macht man nicht. Ich verstehe aber gar nicht, wie du so weit vorne sein kannst. Weil ich gut bin? Das kannst du dir alles nochmal im Twitch-VOD angucken nachher, wie ihr so weit vorne sein kann. Stay hydrated, Leute. Stay hydrated. Du bist der Nico Mario, ne? Was für Mario? Ja, yeah, genau, der Cute da. Der Cute Mario. In der ersten Runde ist der Joker. Das ist ein Boomerang, ist das? Das sind die Controller. Oh, gesniped. Das war ein krasser Snipe, wollte ich auch gerade sagen. Das sind nicht die Controller, wir haben alles getestet. Ja, aber auf dem Gamecube bin ich alle nass machen. Ja, auf dem Gamecube, wir haben aber 2022. Ich bin ein Retro-Spieler. GG. Was musst du machen, wenn man fliegt, oder nicht? Oh, shit. Wenn du bei vorm hochfliegen. Ja, aber stabil, vierter Platz. Kriegst Boost. Erster, vierter, siebter, achter. Warst du Luigi? Ja. Warum bist du Erster? Ich bin schon vorher losgefahren. Ich brauche bitte einmal einen Refill, liebe Regie. Ein Refill. Bitte noch nicht weiter drücken. Wer warst du? Ich war Luigi, ja. Ich verstehe halt nicht, wie er. Massa, warst du Donkey Kong? Wir haben beide jetzt erst gefahren, als du durch warst, ne? Ja. Er nicht. Er ist schon vorher gefahren. Nee, er hat einfach schnell getrunken. Er ist schon vorher gefahren. Nein, er hat einfach schnell getrunken. Aber ich war 12, da war Leute, übertreibt doch nicht. Ich hab das Spiel vor 5 Jahren erst mal gespielt. So. Nee, aber guck mal, ich möchte nur kurz sagen, ich war ja von den. Du dürftest halt nicht. Du musst als Wassertrinker als erster fertig. Ja. Und als ich losgefahren bin, war ich letzter. Aber wie kann das sein? Weil ich war ja als erster fertig. Nee, du warst nicht letzter. Du warst tatsächlich nicht letzter. Ja, okay, dann hast du vielleicht recht. Also ich cheate dich so, keine Ahnung. Alles klar. Wir haben den Refill. Ja. Wollen wir weiter? Kann direkt wieder losgehen. Haben alle Wasser? Oder? Es haben alle Wasser. Kommen wir zum nächsten Rennen. Das ist schon echt ein bisschen kritisch, ey. Es kommt noch ein drittes und ein viertes. Ich könnte... Kein... Na egal, frag ich wieder. Oh, Wasserpark. Gibt's auch Toilettenpause oder so? Ich will ja niemanden los von sich außer Nugget. Donkey Kong? Hallo? Luigi? Na guck mal, bei mir fährt er. Ich mach nichts, guck. Oh, ist schon wieder jemand. Guck mal, ich glaube, das Ding ist, bei mir ist übrigens Fahrhilfe drin. Ja, gut, dann mach das mal aus, bitte. Ja. Okay. Wollt ihr nochmal alles exen? Dann mach mal bitte die Fahrhilfen aus. Fahrhilfen aus, einmal die rechte obere Taste drücken. Ich will auch Fahrhilfe. Was? Fahrhilfe aus. Wie muss ich das machen? SR.
Danke. Ja. Pfeifen aus bei allen. War bei mir aus. Schau, ist doch aus. Ja, jetzt. Ich habe sie gerade ausgemacht. Ja. Nee, ist mal aus. Nein, ich habe sie jetzt gerade ausgemacht. Du bist unten links. Okay, Leute, Achtung. Seid ihr ready? Ja, aber das hat ja einen riesen Vorsprung. Ja, soll ich einfach kurz warten? Als, guck mal, ich bleib einfach kurz stehen, okay? Bleib kurz stehen. Kurz okay. Trinken, austrinken. Darf ich losfahren? Ja. Ich bin halt schon wieder Letzter, möchte ich sagen. Ich bin als Erster gewesen. Ich hab keine Ahnung, wie das klappt, aber okay. Oh mein Gott, U-Boot. Auf jeden Fall Nugget im Moment vorne. Oh mein Gott, ist eine scheiß Banane. I'm sorry. Da wird relativ wenig gedriftet. Wieso liegen überall Bananen? Nein, kein Fokus. Da kommt noch eine blaue Bombe. Ich seh nix. Warum setzt den Pilz ein? Das ist ein Pilz, der mehrmals eingesetzt werden kann. Tatsächlich. Da kommt irgendwie die Rakete, wird ausweichen, ja. Nugget, stabiler erster Platz bis jetzt. Nugget, als Tipp, du kannst, wenn du das Item hinten gedrückt hältst, aha, dann kannst du die abwehren jetzt, schnell. Ach so. Gedrückt halten, die Item-Taste. Warum machst du sowas? Gedrückt halten. Ja, warum hilfst du? Ist das auch ein Tipp für dich? Was für Tipp? Ich hab nichts. Im Moment nicht. Das ist so eine Schiebung hier alles. Ey, ich schwöre, es ist wirklich... Ja, ne? Das hier abgeht. Ich werde einfach letzter im Racing. Was, der kriegt gerade einen fetten Reality-Check? In Mario Kart? Ich hab mich selber abgeschossen. Das ist okay. Das ist kein Problem für mich. Kann ich mit leben. Jetzt sieht es nämlich auch besser aus bei mir, weil, ne? Merkst du selber. Ja. Merken wir alle selber. Keine Ahnung, was da ist. Das ist Überraschung. Wir bräuchten jetzt mal einen blauen Panzer, das wäre es jetzt mal. Einen schönen blauen Panzer. Kriegst du gleich. Ja, freu mich. Ja, ich hab ja nichts. Schau, ich fahr einfach nur. Ich fahr clean the lines. Siehst du das? Schau, ich bin clean. Aber du musst halt auch driften. Warum? Driften? Hier kann ich driften. Ist ja okay. Schau. Ist ja okay. Ich hab keinen Speed. Das rennt vorbei, oder? Ja. Das wär's jetzt. Damit. Ich bin doch stehen geblieben. Ja. Digga, du bist schon nur. Ich bin 10. Du bist 500 Meter vor. Digga, ich bin 10 Sekunden stehen geblieben. Digga, was Cheating ist das hier? Honestly. Ja. Ich bin wieder als 12. gestartet. Du bist komplett bei mir, ne? Wir sind beide im Vollmond. Wir starten als 11. und 12. Das ist alles. Obwohl wir die ersten alles, hier alles Schiebung. Haben. Alle Schiebung. Dann könnte es ja jetzt, denn jetzt wo die Fahrer, also, wir drücken jetzt. Also guck mal, warum so, wenn ich jetzt nochmal Erster werde, dann hätte ich mit Cheating zu tun. Wir drücken jetzt nochmal. So sehen, dass dein Junge auch stehen bleibt. Ja. Moment, nächstes Rennen drücken. Die Regie muss einmal das wunderschöne Wasser auffüllen. Mach mir so, Jonas, ich will ein Video bewahren, hier. Ja, ist doch gut, Röchel. Ich hatte in zwei Rennen 20 Sekunden. Wir müssen kurz nach Köln telefonieren. Olbeck ist zwar nice, aber ich hätte zumindest noch ein Bier bereitstellen können. Also das gibt's danach. Das geht ja nur Spaß. Eigentlich spielst du das mit Bier. Eigentlich spielt man das mit Bier. Seid ihr bereit fürs nächste Rennen? Ja, klar. Yes. Wir drücken dann gleich einmal ganz kurz Dings, hier auf die Dingstaste und gucken, ob wirklich alle stehen bleiben. Halt es bleiben alle stehen jetzt. Ihr legt jetzt einfach, die Controller weg, außer. Und wenn jetzt jemand fährt, drücke ich direkt auf Pause. Ja, bitte. Bitte. Dann können wir aber trotzdem so nicht machen. Gedrückt halten, ne? Vorher macht ihr weiter. No Slide, lese ich dir gerade. Guck mal, unten rechts, ich cheate nicht. Ja. Für die Kamera. Okay. Dieses bleiben alle stehen. Und jetzt trinken. Du musst trinken. Hallo, Dennis. Okay, wir fahren. Ich bin nicht Letzter. Okay. Jetzt es geht los. Zeig mal dein Kölner Olympisch hier jetzt. Will ich mal sehen jetzt hier auch. Kein Problem, Tom. Ich gebe dir gerne Reality-Checks. Ja, Nugget, bis jetzt aber relativ weit vorne. Shit. Ja, super. Hey, du jinxst es. Also man sieht auf jeden Fall, dass der Mensch schon mal, also Outlandish schon mal... Mario Kart gespielt hat. Wenn er jetzt Erster wird, ist ja auch alles gut. Dann kann ich auch, dann bin ich respektvoller Verlierer. Ich glaube, ich würde ihn fertig machen. Ich glaube, ich würde.
Und ich bin der Erste. Komisch, ne? Hab gecheatet. Ja, aber wie? Also, Outlandish holt sich die Führung. Der hat doch irgendwie so ein anderes Card oder so. Nee, oder? Der ist einfach gut. Also, für seine Verhältnisse. Ja, ich höre, also ich habe dasselbe Problem. Das Ding, wenn einer bei Mercedes fährt und ich spiele halt bei Williams oder so. Ne? Das ist halt, meine Pit-Crew ist auch scheiße. Wer es war, Luigi? Ich. Du hast das schnellste Auto, glaube ich, von allen. Nee. Also, das bildest du mir ein. Oh shit. Ah, scheiße. Ja, ciao. Ich heb ab. Ich heb ab. Wasser mit Rakete. Ich krieg so aufs Maul, ey. Ich seh auch nix. Was will ich mit einer Plant? Wir haben gerade eine 1000 Euro Spende reingekommen, ich gerade gehört. Japanese Muscle, vielen lieben Dank. 1000 Euro Spende. Das Safe liegt an unserer Performance hier. Ja, das ist auf jeden Fall, weil ihr so reklamiert habt. Vielen lieben Dank dafür. Sind wir denn jetzt, wie weit sind wir denn jetzt an dem Goal? Ich krieg gerade 2365 Euro. Das heißt, es fehlen noch Geld. 135 Euro, damit ich mir hier einen Schnauzbart rasieren muss. Das wird interessant auch zu Hause zu erklären. Also Leute, haltet euch ran. Ein bisschen habt ihr noch. Und Sermon währenddessen auf dem ersten Platz. Ja. Der Junge hat Mario Kart gespielt. Geil, ey, ich komme jetzt. Jetzt, guck mal, jetzt fahre ich das erste Mal gut. Big Clan, ich möchte etwas sagen. Sag mal was. Falls ihr Mario Kart eSports anfangen möchtet, ne? Also, ich Multitasking. Ich glaube, ich würde dich trotzdem fertig machen. GG. Respekt. Der ist so abgehoben, der macht das gar nicht mehr. Dem ist alles egal. Regie. Also, ich glaube, ja. Also ich glaube, das ist kein Skill-Game, wenn der Race-Driver einfach der Schlechteste war. Also da ist irgendwas falsch. Aber ja. Ich glaube, irgendwas an den Einstellungen oder so. Aber ja. Skafft. Glaubst du, es ist Skafft? Also okay, das muss eigentlich. Also, harte Worte von Massa. Nintendo, ihr müsst euer Game mal checken. Ihr wisst Bescheid. Einmal noch auffüllen. Eine Runde. Wir sind, es sind vier. Es sind vier Runden in einem Cup. Es geht direkt schon los, Leute. Boah, Massa kriegt so ein kleines Gläschen, damit er sich nicht beschweren darf. Für die Leute zu Hause, ne? Kamera bitte. Ja, hallo Kamera. Stay hydrated, ne? Stay hydrated. Warten wir wieder kurz. Ja, du musst trinken. Du musst halt austrinken jetzt, schnell. Sermon ganz entspannt. Der trinkt jetzt erstmal. Macht sich ein Käffchen. Das ist Wunder S. Was für ein Markewasser ist? Ja, das ist wohl. Ich bin sehr, also ich, meine Prediction ist, Outlandish wird trotzdem Erster. Ja, also es ist keine schlechte Prediction, mein Geld ist auch auf ihn. Aber jetzt, ich bin bei Driften hilft, ne? Ja, kriegst halt nicht für den Speed, wenn du halt. Ja. Ich habe gerade im Chat gelesen, paar Buchstaben andersherum, bei Nintendo hat man Adeo. Ja, das ist, ja, das macht jetzt alles Sinn. So langsam sehe ich, ich sehe es. Aber ich habe auch manchmal ist mein K irgendwie anders. Oh, da kommt. Das ist, wenn du dieses blaue Ding berührst, dann wird es zum Hovercraft. Und ist das gut? Ja, es hat mehr Movement Speed. Sermon. Sermon mit den ersten kleinen Patzern. Ja, aber das Ding ist, ich habe auch meinen Controller steuert automatisch nach links übrigens die ganze Zeit. Guck, Skinner. Kannst du einmal eine Momentaufnahme machen von den Plätzen? Einfach mal kurz einmal sagen, wer wo ist. Sermon ist 9. 8. Massa ist 3. Nugget ist 4. und du bist 1. Ach, wirklich? Ja, cool. Du bist tatsächlich 1. Platz. Gar kein Problem. Ja, super. Wow. Jetzt gebe ich dir auch nochmal den Tipp. Du kannst, wenn du die Item-Taste gedrückt hältst, dich damit quasi absichern. Halt die. Guck mal, wie komme ich hier raus? Nein, welcher Arsch. Jetzt bitte keine blaue Schildkröte hier werfen. Oh, Nugget, 1. Platz. Oh nein, ich bin an der Wand. Aber Sermon ist dicht auf den Fersen. Ey, da war die Banane im Weg. Mann. Warum, Mann? Warum ich? Wann warst du Erster? Ja, gerade eben, in dem Rennen. 1. Runde. Echt? Ja.
Mann, Höfchen, Scheiß. Abkürzen bringt in dem Spiel nicht ganz so viel, wie vielleicht, vielleicht in anderen Spielen. Oh, Pilze. Ich auch, Mann. Kann mir jemand Pilze besorgen? Ist gerade ein NPC Erster, Leute. Es ist ein NPC Erster, aber du wirst jetzt gleich Erster. Oh, oder... Hat Sermon sich zu viel vorgenommen? Ich bin Neunter geworden. Wie bin ich Neunter geworden? Du bist noch nicht Neunter. Vielleicht wirst du auch noch Zehnter. Ah, dieser scheiß NPC! Ich hab extra die Banane für dich mitgenommen. Dieser NPC ist vor mir! Ah, so knapp! Schade. Sermon Zweiter. Röfchen Dritter Platz. Team C, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin enttäuscht. Nandeo, Tindo, keine Ahnung. Ich bin gebrochen. Naja, also ich sag mal so, knappes Rennen. Luigi 57 Punkte, also Sermon 57 Punkte, Röfchen 25 Punkte, Nugget 23 Punkte und Donkey Kong aka Massa 17 Punkte. Der Racing Driver, letzter Platz in dem Racing-Spiel. Ich weiß ja nicht. Jetzt. Was? Extra Runde? Ich hab grad aus der Regie gehört. Kein Wasser mehr. Nee, du musst nicht extra. Ich hab gerade gehört, es kommt noch zu einem kleinen Showmatch, weil Sermon gerade so gut performt hat, wollen ihn Roman, der mit den Kindern, der, also das heißt, das will was heißen, und Fatih einfach eine Map, ein Showmatch gegen ihn machen, weil sie sagen, sie sind besser als er. Aber und, Rainbow Road, oder? Also ich würde eigentlich auch gerne mitspielen, wenn das geht. Das? Kann man das machen? Regie sagt ja, dann spiele ich einfach auch eine Runde mit. Dann machen wir ganz, ganz schnell ein Showmatch. Du kannst das gerne kommentieren, ja, aber du musst dich auch hier hinsetzen, so wie ich das gemacht habe. GG, Leute. Dann komm doch mal raus hier. Das geht jetzt nicht in die Wertung rein. Wir können vielleicht noch mal einmal ganz kurz die neue Wertung jetzt zeigen. Nach diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass wir besser sind, aber gegen so eine... Wir können auch danach Super Smash Bros. Showmatch machen. Ja. Ja. Ich übergebe an Rüfchen. So Leute, das Erste, was jetzt passiert, das ist Riften, ja? Ist, dass Luigi gebannt ist. Das wissen wir alle. Luigi ist gebannt. Der Junge kommt nicht mehr auf den Tisch. Das ist Gas. Das hast du gehört, ne? Luigi wird gebannt. Der kriegt den nicht. Luigi ist raus. Darf ich Metal Mario spielen? Band. Nein, das ist Gas. Das ist Gas. Okay. Gas, Driften. Ja, hier müssen gerade nochmal, also ich kommentiere das ja alles ein bisschen. Da wird gerade nochmal dem Familienvater erklärt, was man denn so macht bei Spielen. Das ist auch wichtig. Fatih, ja. Sagst du schon mal gespielt vorher? Oder? Ja, klar. Aber nicht auf so ein Ding hier, ne? Ich hätte jetzt gerade aufgespielt. Ich spiele nur eine Runde. Ja, ist gut. Aber mach mal eine Runde? Runde, die man kennt, so diese erste. Best A. Ich hätte gedacht, dass der das besser ist, aber alle waren sehr schlecht, muss ich sagen. Da du mir erst Cheating vorbist. Nee, also jetzt, guck mal, das Ding ist, jetzt ist neuer Rennleiter, jetzt geht hier nicht mehr alles wie vorher. Kein Boosting da irgendwie mit Luigi und irgendwelche Pilze vorher essen oder so. Ja, welchen Charakter soll ich nehmen? Du darfst aussuchen. Darf ich? Ja, du nimmst Bowser. Bowser? Ja. Nee, ich möchte, du bist Baby Mario, bist du. Nee. Das ist actually gut, aber danke. Nein, Bowser nimmst du, ich darf aussuchen für dich. Nein, nimm nicht Baby Mario. Ja. Nee, ist stark, oder? Nein, er muss einen großen so. Nehmen. Bowser. Okay, dann fetten, ja. Mm. Den magst du nämlich auch nicht. Ich bin Knochentrocken. Aber du bist Knochentrocken. Ey, ich finde es auch ein schöner Name. Ne? Hey, also Knochentrocken. Ich noch einen ja, ja, klar. Sorry. Knochentrocken ist auch broken. Doch, die gibt's da. Ja, okay. Komm, los geht's. Warte, bitte. Du hast auch Torte. Aber wir nehmen alle die Standard-Cards, ja. Okay? Also alle nur A. Einfach A drücken. Einfach A drücken. Also A ist... Doch, einfach Standard. Einfach Standard. Ja. Okay. So, jetzt noch Zeit, Wetten abzuschließen. Den ersten, was ihr auch gerade gespielt habt. Das, was ihr gerade gespielt habt. Nicht was anderes jetzt. Es gibt so viele Cups. Wichtig. Hallo, ja. Einfach das, was ihr gerade gespielt habt. Das kenne ich. Das. Mario Kart 7. Ja. Machen wir jetzt wieder vier dann oder nur eins? Nein, eins. Okay. Hört man euch überhaupt? Oder soll ich immer so ein bisschen Mikro? Aber die erste Map ist einspielen. Ja. Er will erste Map einspielen. Okay, dann machen wir zwei. Okay. Na, man muss ein bisschen klarkommen, oder? Nicht? Ja, gucken wir mal. Ich glaube, so lange nicht. So, wie sieht's aus bei dir hier? Confident? Er wollte ein bisschen. Nee, ich glaube, das Jahr war schon ziemlich gut, aber ich glaube, wir werden uns besser schlagen als die anderen. Okay, good luck, Leute, good luck. Ein Hype quasi. Okay. Ach, guck mal, mein Controller steht auf Marsch und links die ganze Zeit. Das ist nervig. Nee. Da kommt schon die erste Pause. Was sollen wir auch Auto steuern?
weiter. Man macht einfach weiter, alle sind das Gleiche. Du machst das aus. Wir haben jetzt alle das Gleiche, außer wer hat hier SR gedrückt? Wer ist das? Ich habe nichts. Zweiter. Ich bin oben rechts. Doch, du, bist das. Du darfst jetzt nichts drücken. Genau so. Okay. Jetzt ist richtig, ja. Okay. Ich auch. Tragisch. So, Knochentrocken schon mal mit der Führung. Das ist der Moderator von gerade. Bowser noch hinten. Also noch haben sie eine Chance gegen Sermon. Das ist... Was das mit den Rädern da auf sich hat, dass da jetzt alle durch die Gegend fliegen, muss man mir nochmal erklären. Vielleicht bin ich da zu sehr Boomer für. Ey, Bowser steuert sich so kacke, Alter. Oh mein Gott. Ich fühle mich an den Krager, dass der auf dem Kart sitzt, ey. Es gibt Probleme. Ja. Bowser ist sich am Beschweren. Aber ich finde, das sieht schon mal spannend aus. Wir haben Knochentrocken auf 1, Todd auf 3. Wir haben Bowser auf 5. Ne, warte mal, ihr seid beide tot? Ja. Ey, wer hat mich abgeschossen? Oh. Alter, ich kriege auch alles ab, ey. Absolute Explosion gerade zwischen Todd und Bowser. Ich krieg alles ab. Da wird nicht zurückgehalten. Richtige Hater hier. Benni, was sagst du zum Spiel bisher? Komm mal her. Ich krieg einfach alles ab. Was ist das? Karma Strikes Back, ey. Ich hab ein bisschen ausgeglichen als ne? Auf jeden Fall. Also Knochentrocken ist Jan. Todd und Todd haben wir zweimal, also keine Ahnung, wer ist. Fatih, bist du unten links oder oben rechts? Unten links ist Fatih und Sermond ist auf Bowser und Roman ist momentan hinten. Oh, oh, jetzt aber. Großer Momentum-Change. Knochentrocken kriegt ein bisschen auf die Knochen. Aber jetzt ist der Zweite wieder. Sehr, und jetzt Roter. Da kommt ein Roter. Wann wirft er den, ist die Frage. Oh, jetzt ist er blind. Alle sind blind. Oh, was? Das hat sich getroffen. Nein. Das ist die letzte Runde, ne? Digga, ist jetzt sehr richtig spannend. Sermon wirft den roten Panzer. Und direkt vor dem Ziel. Holt er sich den Sieg, Junge. Ja! Unglaublich. Unglaublich. Das war aber Probe. Sehr mal ein paar Worte. Das war ein Moment. Mama, ich war nach Distillet. Das war aber ein bisschen glücklich. Unglaublich. Also jetzt ist schon unglaublich. Jetzt ist echt Rennen. Jetzt kommt das echte Rennen. Ach, das war, jetzt wurde mir gerade hier gesagt aufs Ohr, es ist nur Proberunde gewesen. Also vorher abgemacht. Ja, es war vorher auch allen klar, allen Beteiligten hier. Das hat man auch gesehen am Siegesjubel. Zehn besser Charakter. Das ist überhaupt nicht. Natürlich, deiner ist schneller, weil das ist fett und langsam. Guck ihn dir an. Ey, wann muss man? Ja, genau, das wollte ich auch gerade fragen. Zwei. Drei. Also wir schon zwei, shaped, ne? Eins. Und los! Guck, wie langsam er da ist. Ja, du hast den guten Start, Bowser. Ja. Er nimmt sich ja ein bisschen Zeit. Ey, wie schön auch so ein Rennen aussieht, wenn alle gleichzeitig starten dürfen, ne? Und nicht irgendwie mit Torcher da irgendwie vier Gläser Wasser sich reinziehen müssen. Wer hat sich das auch schon beeindruckt? Mein Gott, ey, das ist so rigged! Weißt du, grüne schön cool machen hier. Aber das ist gut, das Spiel. Ja. Das wird schneller. Ach Mann, komm schon, ey. Unglaublich. Hallo. Der Backflip von Bowser? Okay. Ganz Backflip auf Wish bestellt. Ah, bisher sehr, sehr knapp. Roman auch mal vorne mit dabei. Das, also, das ist unglaublich eigentlich. Aber was so ein roter Panzer machen kann, ne? Alle werden, keiner tatsächlich, niemand hat den Blitz eingesetzt. Alle getroffen vom Blitz. Das wirbelt jetzt natürlich so ein bisschen die Platzierung hier durcheinander. Ich bin ganz live am Geschehen. Ist ja auch voll dein Element. Ich glaube, das Kommentator von Mario Kart eSports. Mega, voll geil. Mario Kart eSports wäre legendär. Nee, ich sag's nicht. Das kann nicht wahr sein, wirklich. Nein. Bowser schon wieder auf 1. Einer muss den Jungen doch vom Thron stoßen. Leute, jetzt schreibe ich mal an hier. Ja, ey, was soll ich machen? Los jetzt. Das ist Rick. Das ist absolut Rick. Ach komm, ey. Wenn ich die Grüne jetzt auch noch treffe, ich bist du weg. Fatih, du bist die einzige Hoffnung, okay? Du machst das, Junge. Ich würde gut am Anfang abgeschlossen. Props genommen, meinst du? Blauer. Sehr gut.
Mann, ey. Alle gegen mich oder was? Das hab ich euch. Hey! Was hab ich euch getan? Mann, wieso fährt ihr jetzt nicht vorbei? Es ist spannend, es ist wirklich spannend. Zweiter gegen Erster. Es ist jetzt die dritte Runde. Kannst du nochmal stolpern, bitte, Sermon? Der Himmel fliegt schon wieder ins Ziel. Der ist einfach zu lässig. Der ist halt einfach zu lässig. Der, was soll man da sagen? Und unter dem Mann. Ungeschlagen. Ja, immer sagen, also. Ja, egal, schönes Rennen. Aber mich auf jeden Fall mehr gechallenged als die letzten drei Kontrollen. Ja, aber wir sind da auch oben, aber mehr reicht nicht. So, wir können stolz auf die gemeinsame Leistung sein, dass wir Top 4 gekommen sind zusammen. Ja, und zweiter Platz habe jetzt Fatih. Auch mal bitte kurz ein Live. Was hat gefehlt? Warum hat Sermon schon wieder... Ein bisschen Übung, dann kommt man wieder ran. Ja. Ich sag, wenn wir andere Autos haben, weil du kannst Woche tot nicht mit dem Wagen spielen, dann habe ich eine Chance. Zweimal Zweiter, aber man spielt halt tot nicht mit dem Wagen. Der muss ja auch irgendwie, also tot, der kommt ja aus dem Pilzhaus. Ne? Also der muss ja auch irgendwie in irgendwas fahren, was halt aussieht nach einem Pilz. Also das ist, finde ich, ein berechtigter Einwand. Da wurde auch schon wieder ein bisschen von Sermon gecheatet, ne? Leute, ich geh rein, oder was? Ja, es macht so Spaß hier. Also, gar nicht mehr haben. Ihr dürft aber ein Mikro noch mitnehmen. Wer ist denn das hier? Team D. Ja, das bist du, das bist du. In der letzten Runde kein Joker mehr. Wir brauchen nicht mitspielen, oder? Jetzt das ist egal. Wir haben disqualifiziert. Ja, klar. Oh, was ist denn das jetzt? Wir kommen knapp 13.40 Uhr. Okay. Ja, bitte. Ja. Muss der Schnauzer weg? Alles klar, meine Lieben. Ist nur noch ein Spiel? Also? Ist jetzt nur noch ein Spiel übrig, ja? Ja, ich spiele nur für den Fun. Jetzt ist nur noch für den Fun. Vorher war natürlich auch schon Fun. Außer als ich gegen Sermon verloren habe, da war kein Fun. Papa, da. Wo kam der her? 100 Euro noch für den Schnauzer, lese ich gerade. Also ihr habt noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ein Spiel habt ihr jetzt noch, Leute. Und welches Spiel das ist, das gucken wir uns jetzt an. Das wird Mario Party. Wir werden tatsächlich, ich weiß nicht, Mario Party kennt ihr wahrscheinlich dieses Schachbrettspiel, nicht Schachbrett, aber dieses Spielfeld. Wir werden nicht das Spielfeld spielen, sondern wir werden nur Minispiele spielen, da werden auch tatsächlich alle von euch spielen. Wir spielen, wir spielen jeder drei Runden. Regeln, das habe ich gesagt bekommen, man bekommt die dreifache Punkte. Das muss ich mit der Regie. Alles oder nichts. Das muss ich mit der Regie. Ja, okay, wer ist für eine großen Spende eurerseits, können wir diese Regeln anschauen. Warte ganz kurz. Nochmal bitte. Also wir haben ja eigentlich das Turnier hier gewonnen, aber wir sind bereit, wenn die anderen Teams eine größere Spende ableisten, dass das letzte Spiel die dreifachen Punkte gibt. Alles klar, alles klar. Dann lasse ich euch noch mal ganz kurz Bedenkzeit, während wie wir... Wie willst du denn? Während wir Mario Kart... Ihr dürft diese Diskussion gerne mit den Mikros weiterführen. Ich werde ganz kurz Mario Party vorbereiten. 1 Million Euro. Und dann... Egal welcher Betrag, ihr sollt immer spenden. Also ich würde sagen, Mario, wir machen einfach genauso. Wir spielen tatsächlich um 5.000 Euro. Aber PC Joker. Die Alternative. Joker! Ja. Okay. Ja. All in favor? Die Alternative am PC nochmal. Ich weiß. Mit den Schlüsseln einsammeln. Ja. Nee, also was wollt ihr machen? Also ich finde es geil, wenn es im letzten Spiel alles gehen würde. Ich weiß nicht, wie es... Pummel Party habe ich ein paar Mal gespielt. Mario Party noch nicht so. Naja, Mario Party ist nicht so einfach. Also, wir sind eigentlich zwei. Mach einfach ordentlich. Und wir haben keinen Joker genommen. Genau, das muss man. Und wir haben beim Bierpong nicht von unten geworfen. Ne? Okay, all in all. Wir haben für die Zuschauer gespielt. Das wäre wohl bei Bierpong der Vorteil gewesen. Also, was sind die Regeln? Vielleicht ein kleinerer Ball. Shotgläser oder so. Das geht, Martin. Oh ja, Shotgläser. So. Man hört manchmal im Chat, was sagt der Chat, was müssen die Teams spenden, damit wir all in or nothing machen? Das kann ich nicht. Ganz schlecht. Ich habe nichts gelernt hier. Ich bin froh, dass er noch.
Ja, habe ich schon verloren, guck doch. 95 Euro finde ich gut als Team. Ja. Als Team. Und dann entscheidet das letzte Spiel alles, ja? 65 Euro finde ich gut. Deswegen war ich ein bisschen gespannt, weil ich ja gesagt habe, eigentlich bei 5.000 Euro rasiere ich mich rein. Wenn wir das verlieren an der Party, mache ich das auch. So gehe ich mit. Was meinst du? Ja, wenn wir das Game verlieren, dann lasse ich mir Big rein rasieren, die Haare. Ach so. Das ist huge. Das ja, aber schafft das hier jemand, der das machen kann? Ich mache das. Ja, das mache ich schon. Wer hat denn noch rasiert? Lass das Vater machen. Oh, das schaffe ich nie. Trennt mit. So. Das ist mein Einsatz. Also, was willst du? Pick rein, dass ihr die Hand. Da bin ich raus. Das ist doch auch schon ein Einsatz. Ist doch egal, wer das ist. Ja, ja, safe. Also. 1, 2, 3, 7. Sind wir jetzt endlich ready? Wir sind jetzt ready. Habt ihr euch. Wir machen das. Ihr macht das? Yes. Ich hab gewettet, dass wenn wir verlieren, ich mir das Pick reinrasiere. Die Haare. Das ist jetzt. Das ist mein Wetteinsatz. Das ist der Einsatz. Ja. Damit es ein bisschen spannend bleibt. Genau. Also wenn ihr verliert, lässt ihr das Big in die Haare rasieren. Ja. lasst ihr euch alle Big in die Haare rasieren. Nein. Genau so. Wenn ihr verlieren solltet, wird sich Sermant von mir schön Big in die Haare rasieren lassen. Und ich würde sagen... Okay, gehen wir gemeinsam rüber alle? Ihr könnt gerne alle gemeinsam rüberkommen. Ja, es wird aber drei, also jeder spielt drei Spiele quasi. Ja, klar. Jeder drei Spiele. Aber ihr könnt gerne alle mitkommen. Ich bin schon wieder der Big in meinen Haaren. Die Controller sind schon ausgerichtet. Team A. Team A bitte hier. Ja. Team B daneben. A hier. Wo ist B? A, ja, du Team, Team B bitte. B. B. Ja, was bist du? Nee, D. D ist da. D, ja, Felix. B, C. Warte. Bist du das B? C. C, perfekt. B ist hier. Soll ich anfangen? B ist hier. Gib gerne dein Mikro ab, Lennart. Dann musst du das nicht gleichzeitig halten. Wer ist in deinem Team? Du, ihr beide. Nein, es wird hier nichts geändert. Du. Warte mal. Das ist deiner. Das ist deiner. Okay, einmal bitte. Ich mach das mal ganz kurz. Das ist einfach. Ich bestätige das einmal. Ihr werdet gleich. Ihr werdet gleich 1 gegen 1 Minispiele spielen. Lizzie, hörst du mir mal Hallo, zu kurz? Hallo, Christian Spiel. Dankeschön. Du hörst wieder nicht zu. Da ist dein Team, was dann verliert. Das ist so. Weiß ich nicht. Kann man noch nicht sehen. Freie Wahl. Regeln ein. Ihr werdet gleich vor dem Spiel immer kurz die Regeln sehen und müsst dann mit Plus bestätigen, wenn ihr es verstanden habt, okay? Ja, und spielt man eine Proberunde? Weil man kann ja manchmal so... Du kannst, es wird gleich davor angezeigt, seht ihr dann. Und ihr drückt immer auf zufällige Spielerwahl. Wir machen insgesamt 9 Spiele, jeder spielt 3 Spiele. Nacheinander? Ja, nacheinander. So, wir gehen auf jeder gegen jeden Minispiele und dann auf... Das ist ein gutes Spiel schon. Zufällig, wir gehen auf zufällig. Zufällig? Wir fangen damit an. Jetzt damit beschädigst du es. Und jetzt seht ihr gleich, das ist jetzt gleich bei jedem Spiel so. Meint Sermant wahrscheinlich. Ne? Also sind bei jedem Spiel gleich so sein. Ihr seht hier die Sachen, wie euch bewegt, und hier könnt ihr einmal ein bisschen proben. Und wenn ihr ready seid, dann könnt ihr hier auf Plus Minus drücken. Aber wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Regie, wie ist denn der Spendenstand im Moment? Was bringt es denn diese Sachen einzusammeln? Das gewinnst du am Ende. Ist völlig egal. Wer am meisten ruft. Wir sind bei 2.425 Euro, Leute. 75 Euro noch und dann muss ich mir einen Schnauzbart rasieren. 75 Euro. Und ihr seht mich nur noch mit dem Schnauzer. Einmal Plus drücken. Plus. Plus, weil du musst. Das läuft nicht in die Richtung, was ich will. Das soll es auch nicht. Deswegen hast du diese Schnauze.
So ein Boomer. Christian, du machst das. Ganz großer Sport. Wir haben einen Screenshot gemacht, das ist auch gut. Ich bin aber drüben. Habt ihr die Standardlage gesehen? Ja. Christian, drückst du bitte Plus oder Minus? Du hast gesagt, wenn ich es verstanden habe. Ja, aber bei dir ist Hopf und Malz verloren, glaube ich. Okay, Leute, geht los. Erstes Spiel. Gerne ein bisschen die Leistung des Teammates kommentieren. Peach? Peach ist krass. Peach ist safety. Peach ist safety. Peach ist safety. Peach ist safety. Sehr gut. Erstes Spiel gewonnen. Erstes Spiel an Team C. Genau, nochmal zufälliges Minispiel. Einfach weiter dann. Immer weiter. So, das ist relativ, oh, relativ einfach. Oh, sind wir schon wieder? Wer sind wir? Semmel, wer bist du? Man kann springen. Mario. Easy. Okay. Aber es wird immer schneller, glaube ich. Und da kommt ein zweiter. Oh, oh. Also, das ist. Das ist schon wieder. Was ist jetzt? Sag das nicht. Ja, ich habe auch. Ich dachte auch gerade, es ist halt voll easy so. Ihr könnt den auch euren Gegner so ein bisschen reindrängen. Also wenn ihr alle gegen Luigi spielen wollt, als Beispiel. Ja. Luigi mit dem krassen Dodge. Oh mein Gott. Nein. Wer ist Luigi? Christian Schmiel ist das. Alter Schwede. Alter. Legende. Okay. Doppelter Gewinner. Nice. Ey, warum Luigi gewonnen? Achso, der ist Luigi. Doppel-Win. Ja, stark. Es geht nur darum, wer am Ende die meisten hat. Hörst du das? Alter, was ist das? Daisy. Wieso kommst du so hoch? Und du kannst die Taste nicht. Nein, Adria sagt es doch nicht, Mann. Oh Gott. Okay, Mann. Seid ihr ready? Okay. Achso, Das macht jemand gerade Screenshots so. Aber ich hab einen wichtigen Moment. Muss man. Oh Gott. Schon krass, ne? Alter Schwede, hui. Das Sefi. Der halt einfach ein bisschen raus. Doch, Ayas Fighting Game, der kann das. Ja! Weg ist er. Ah ja, Peach. Oh, ja! Das war knapp. GG. Genau, jetzt einmal bitte noch nicht weiter drücken, jetzt wird einmal kurz gewechselt. Also wieder A, B, C, D. Felix geht rein. Felix macht sich rein. Okay. Wer hat das Ding denn jetzt gewonnen? Ich mach nächste. Ich muss Mossa. Das ist übrigens das alles entscheidende Spiel, ne? Also, ja. Brauchen Dennis einmal bitte. Ich glaube, der ist auf dem Klo. Okay, Roman, dann geh ich. Wow, hier fehlt noch jemand. Achso, das bist du. Kaum packst du. Noch immer Team 0 killsen, du musst jetzt was reißen. Du hast einfach mal Party gespielt, ne? Ja. Das passt. Ja. Okay. Stimmt, du bist ja. Peach, ne? Mario, Luigi, Peach, Daisy. Ah, das hätte ich gekonnt. Das Schießen, da musst du aimen. Da wäre ich drauf gewesen. Das ist ein Party für dich, ne? Das gab es schon auf der GameCube, by the way. Viele Spiele gab es so vorher. 2-1. Also 2. Nee. Ja. Aber am Ende werden wir dann zusammengezählt. Ich will jetzt einfach kurze Sache droppen. Ist nicht so wichtig, aber wenn Sermons Team verliert, dann lässt er sich ja was im Kopf rasieren. Von daher wisst ihr vielleicht, wen ihr fokust. Was heißt denn eigentlich verlieren?
Seid ihr ready? Ja, das ist ja das alles entscheidende Spiel, Leute. Aber hier geht's um Aiden. Aber das reicht, diese Legacy-Skills. Ui. Easy. Nein. Ui. Schön. Da wird gefokust. Ja. Da wird auf Luigi gefokust. Ach so, man muss die Person treffen. Oh. Ja. Oh. Schöner Hit. Oh. Ja, Luigi nice. Raus. Ja, nein, es ist schön Mario getroffen. Komm. Oh, oh. Ja, komm. Alle ein HP. Alle ein HP. Der trifft besser. Ja, komm. Eins gegen eins. Ja, du musst klatschen. Du klatschen. Und jetzt? Ja! Ja! Mach ihn weg. Nice. Es sieht gut. Oh. Fast. War knapp. Nein. Nein! Beide verfehlen um ihr Leben. Ach. Oh. Ja, oh mein Gott! Oh, oh. Ach. Nein! Oh. Ja! Das hat doch gar nicht getroffen! Das ist das Quake-Game. Oh. Ja, das ist das Quake-Game. Das Spiel ist geil. Ja, das sah schon sehr lustig aus. Drei. Oh. Einfach nicht getroffen werden. Oh, okay. Und nicht ins Wasser. Das ist wieder so. Ja. Ja, das ist ein gutes Spiel. Ich glaube, der ist einfach nicht runterfallen. Ja, bevor die Bombe landet, auch springen, ne? Ja, ich hab. Ein Minute zusammen gespielt, oder? Ich sehe da. Ja, ich hab schon mal gespielt. Okay, das ist dein Geld. Ja, Mario Party hat ein geiles Spiel. Ja. Eins gegen eins jetzt. Ja. Jawohl! Oh. Let's go! Kilsen mit dem absoluten Mega-Comeback. Habt ihr schon Punkte? Wir hätten es nicht. Also es steht übrigens 2-2-1-1. Das ist für die Zuschauer. Ja. Oh, oh, das ist Glück. Das ist halt legit Glück. Oh, das ist mega krass. Aber das ist Glück. Ulfin weiß aber, wo jedes gute Spiel in welchem Spiel. Das Lotto das Spiel. Ah, oh, das ist schlimm. Was muss man da machen? Das ist einfach Glück, Fadi. Einfach Glück. Ich hasse das. Du hast ja keinen Einfluss darauf. Ja, aber das ist so hardcore. Oh ja. Jedes Mal, wenn du auf diesen fucking Button draufdrückst. Was muss das Schulett basically? Die Spiele sind ja auch sechs, ne? Ab sechs, ne? Hast du ja da sechs Kinder, die ein bisschen großes Spiel. Der hat sich ja eigentlich Glück. Ja, doch, direkt richtig. Oh, komm, Pech gehabt. Feine Wette, ciao. Oh, ja! Nein. Oh nee, du bist als letztes. Vielleicht, wenn er jetzt Pech gehabt hat. Was er hat, jawoll! Doch, ist Pech. Du bist raus, du bist raus. Tja, shit happens. Schiebung. Das war ich. Ich sage nicht. Kann gerade nicht reden. Jawohl, Junge. Scheiße, komm, 1 zu 3. Komm, glaub an das erste Kabel. Oh nein, 50-50. Bitte nicht. Oh, ja, Mann. Ciao. Oh Gott, wenn er jetzt 50-50 jetzt. Mario Bryan. Nein, der hat's doch. Das Ding ist, wenn er richtig tippt, ist 50-50. Oh ja, okay. Das ist immer 50-50, wenn das explodiert oder nicht. Also eigentlich sagt man immer bei A, B oder C ist immer C korrekt. Und er nimmt sogar C. Wir hatten beide auch grün genommen. Er nimmt sogar C. Nein. Ja, es ist immer so. Multiple Choice ist C immer korrekt. Junge, die Entscheidung kannst du nicht treffen als Mensch. Das ist einfach... Lila ist die Bombe. Spannung, ich kann nicht mehr. Wieder links. Wer hat Pech gehabt? Das ist die Bombe, oder? Ja! Oh mein Gott! Komm. Was? Ach, jetzt gibt's noch mehr? Was soll das denn weiter? 1 zu 3 immer wieder. Warte, lass mich gewinnen. Ja, dann hat er zu viele Punkte. Ja, schon, aber der hat dann zu viel Vorteil. Oh. Ja! Alter oh, Schwede, ey. Ach, nein. Ey, du bist gut gefahren. Na, oh! Ja, ich auch nicht genommen, glaube ich.
Es geht weiter, Leute! Grün. Gut, Herr Schell. Jawohl! Oh, jetzt hat jeder 2-2. Da wird, das ist sehr, sehr spannend. Da wird gewechselt. Aber stark, zwei Punkte aufholen. Das waren drei. Das waren drei Spiele. Jetzt kommen die letzten drei Spiele. Serbe, du hast schon gespielt. Es liegt jetzt. Ja, Roman Wassers. Es liegt jetzt in Romans Hand, ob Serment rasiert wird oder nicht. Ja, also. Ne, das liegt in der anderen Hand. Genau, du bestätigst einfach. Oh, das ist gut. Oh, nee. Ja, du musst, oh, ihr müsst ein Muster fahren. Also ihr müsst wirklich nur die Outline fahren. Ich kann gar nichts mit. Du bist Peach. Das ist in der Mitte gar nicht, nur die Outline. Vorteil als Patchspiel. Du bist schon draußen. Dann ist vorbei. Also kannst du nicht mehr üben. Wenn ich das mit Lenkrad spielen möchte. Was, du musst nur die Outline fahren. Jeder muss starten. Okay, Leute im Chat, Roman die Legende anfeuern, bitte. Nicht nur in CSGO und Legende, auch Mario Party. Aber verstehst du das Prinzip? Okay, gut. Ja, nice. Man kann aber nicht schneller fahren, oder? Nein. Die Geschwindigkeit bleibt gleich. Und am Ende geht es dann nur, wer fertig, als erster fertig und so, wie sauber das ist. Wie sauber das ist. Ja, die Genauigkeit ist dann einmal bitte auf Start drücken. So schnell ist es. Start drücken. Ja, abschließen, ja genau. Und dann beendet es. Was ist bei Mario passiert? Aber du musst so sauber wie es geht. Du musst dann noch einmal. Es geht nicht um die Geschwindigkeit, es geht um die Dennis, Sauberkeit. Du musst dann noch einmal auf Start drücken. Also auf den. Ja, das ist wichtig. Es ist gerade ausgeglichen. Wir müssen mehr Punkte machen. Komm. So, los geht's. Das wird's. Punkte für Team A oder nicht? Jetzt geht's los. Wer hat die cleanste Handschrift hier? Darum geht's jetzt. Ja, Speed ist nicht wichtig. Das ist Precision. Genauigkeit ist wichtig. Ja. Schön. Ja. Boah, ein kleiner Schnitzer drin. Sehr gut aus. Ich könnte uns hier schon den ersten. Wir haben einen fetten Rock an. Ja, ist ja wirklich so. Ah, Robert, du hast gechoked am Ende. Oh, komm, das war stark. Ah, Schnitzer auf der linken Seite. Rechte Seite sieht sehr gut aus, tatsächlich. Rechts oben Luigi, ne? Luigi sieht sehr gut aus. Was? Ja, Roman! Wow. So 0! So! Was ist das denn? Du hast nicht beendet! Du hast nicht beendet! Was ist das denn? Ja, das war mega cool! Hallo? Zwei noch! Das war so gut! Ohne Witz! Ja. Du musst jetzt noch alle gewinnen, sonst haben wir verloren! Ich kenn nur das! Ihr müsst ihn so nah wie möglich rankommen lassen, ohne dass ihr sterbt. Achso, ja, je näher er rankommt, desto mehr Punkte gibt's. Du kannst nur einmal stoppen, ne? Man kann nur einmal stoppen, oder? Ja. Okay. Nee, zweimal. Einmal stoppen. Also so nah wie möglich rankommen lassen. Okay. So nah wie möglich rankommen lassen und dann beenden. Okay. Komm, Heimer, das ganze Spiel ist ein Klick. Komm jetzt, wir brauchen Punkte. Ja, warte. Ich hätte länger warten. Ja, warte. Ja! Das ist aber krass. Dennis, guck mal was. Ja, okay, aber, Leute. Ja. Ist egal. Dennis, bitte einmal auf Start drücken. Okay. Ich muss aber bitte starten. Ja, komm. Dennis, bitte Start drücken. Okay. Zwei Runden noch. Zwei Matches noch. Eins in den Chat, wenn du Roman supportet. Eine Runde, einmal. Einmal. Die Spannung ist heftig. Oh, das ist Luigi. Ich glaube, du hast gut. Ja! Peach! Ja. Was? 3,8? Stark. Peach. Okay, sehr, sehr gut. Dennis. Richtig. Dennis hat ein Nintendo-Spiel gewonnen. Krass. Mann. Wie sind jetzt die Punkte? Wie steht's gerade? 3-2-2 oder? Es steht, glaube ich, 2-2, 3-2. Okay. Ja. Das ist jetzt die letzte Runde. Also ein Team 3, der Rest 2. Das Spiel ist wild. Das Spiel ist sehr wild. Das haben wir vorhin auch gespielt. Das ist das letzte Spiel jetzt, ne? Das ist das letzte Spiel. Oh mein Gott, aber... Da kann ich jetzt schon sagen, da wird Massa sich wieder beschweren. Was passiert ihr müsst, eigentlich beim ihr müsst, Stechen? Ihr müsst gedrückt halten, nicht die ganze Zeit drücken. Gedrückt halten. Halten. Jan, Moderator.
Ja. Was passiert beim Stechen? Dann machen die, die noch drin sind, noch ein Minispiel. Ah, okay. Okay. Hast du es? Ja, okay. Wird schon. Ich habe gerade viele Einsen im Chat gesehen. Danke für den Support, Leute. Ja, komm, sieht gut aus. Das ist ein Spiel, wo sich Massa wieder beschweren wird, weil die Störung gekauft. Ja, aber. Ja? Gedrückt hast. Alter, wer ist Daisy? Tschüss. Ja. Wer ist Daisy? Wer ist Daisy? Daisy, die Legende. Oh, das ist Röfchen. Junge Röfchen. Tommy hat Röfchen am Schweihahn. Wow. Alter. Junge. Einfach alles überrundet. Junge. Alter. What the fuck? Alter, kam Roman Zweiter. Was war da los? Nice. Ich glaube, das war ein Weltrekord. Warte, Junge, das war richtig krass. Das war zu krass. Alter. Neuer Rekord sogar. 10 Sekunden. Neuer Rekord. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Das war Weltrekord. So, Leute, wir haben tatsächlich ein Stechen. Oh. Team Massa schon, ja. Gegen Team Röfchen. Machen ein Stechen. Roman, gib mir mal deinen Controller. Du darfst nicht mehr mitspielen. Du darfst nicht mehr mitspielen. Ich hab richtig... Und jetzt entscheidet sich ja alles, Leute. Der ganze Punktestand, den ihr da gesehen habt, der ist vollkommen irrelevant. Jetzt entscheidet sich hier zwischen den beiden alles, wer dieses ganze Ding hier gewinnen wird. Ich starte. Oh. Ich werde fällig, komm. Doch, doch. Ein Entscheidungsspiel machen die jetzt. Ohne die beiden, genau. Das ist ja wieder komplett Lack, oder? Ja, aber die fliegen gleich direkt raus, wenn ich nichts mache. Das ist doch safe wieder komplett. Je nachdem, was der anzeigt, müsst ihr die Fahne hochheben. Oh, also der... R ist rechte Seite, L ist linke Seite, genau. Ach, also einfach Reaktionszeit quasi. Aber nee, es kann ja auch weiß sein und hell stehen. Ja, genau. Ich glaube, es kann auch was draufstehen, oder? Nein. Nein, aber der trollt manchmal. Der trollt manchmal. Der hebt die andere erst hoch. Okay. Oh! Komplett hops genommen. Okay, das ist ja, der geil. Der trollt. Ja. Okay. Ja, ja, so kurz. So bis er nur noch eine Farbe. Alter, okay, das ist hart. Okay, Leute, ich würde sagen, okay, wir starten, ne? Ja. Wir starten jetzt, ja. Ja, komm. Nee, nur ihr beiden. Nee, ist ja Stechen. Nur ihr beiden. Daisy und Peach. Ja. Boah. Achso, das war, ich dachte, das wäre schon eine Runde. Ja, die beiden sind jetzt raus. Ja, Daisy, okay, okay, und jetzt kommt's drauf an. Oh. Scheiger jetzt die links, rechts, links Kombo, man weiß nicht. Wird er jetzt ja, verarscht? Ja, schön. Oh, oh. Was jetzt? Oh! Ja! Oh. Yeah. Yeah. Jawohl! Let's go! Nein! Da ist er. Damit, meine Lieben, hat Team D. Dieser Team D. Wegen der Wette ja, das ganze Ding hier gewonnen. Also sie hat es so lange in die Luft gehalten. Herzlichen Glückwunsch, meine Lieben. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Angetäuscht. Ja. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, kommt ihr her. Ja, kommt ihr her, sehr gut gespielt. Team D. Ich mach das nicht sauber, meine Lieben. Ich werde das nicht sauber machen, aber Team D, krass, krasses Comeback. Und das hängt mir jetzt überall hier, Scheiße. Mann. Stark. Ey, vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Erstmal ganz kurz, was ist der Spendenstand im Moment? Wie sieht's aus? Ich glaube, es ist Zeit. Du weißt genau, wofür. Ja, das kann halt passieren, ne? Ich weiß halt nicht. Ist es schon passiert? Wir sind bei 2.820 Euro. Sehr, sehr gut. Toll, super. Danke dafür, Leute. Nee, das kriege ich nämlich zu Hause auch nicht erklärt. Wer will denn? Wer will? Wer will? Danke, Leute, danke. Machst du? Wir brauchen ein Handtuch und wir brauchen OneBlade. Aber ich würde... Bist du ready? Ich setze mich jetzt hier ganz entspannt. Möchte irgendjemand hier das Mikro haben oder soll ich das selber? Aber ich glaube, es kann laut werden, oder? Ich glaube nämlich auch. Also wie sollen wir es denn machen? Nur das lassen. Alles da uns. Von hier wie hoch? So bis diese Brille. Ich mach mal so. Ich lasse mal ein bisschen. Leute, das ist jetzt... ich habe mich locker... Ich weiß nicht wie lange, aber jahrelang... Nicht mehr komplett den Bart abgemacht. Also das wird jetzt ein krasses Experiment hier und ich glaube,
Genau. Das ist also, schon mehr dran, als man denkt. Ja, aber das dauert jetzt halt dann auch wieder mindestens ein Jahr, bis das wiederkommt. Da werde ich auf jeden Fall Spaß haben, das zu Hause zu erklären. Oh Gott, ich sehe es da hinten so ein bisschen. Sieht ziemlich gut aus eigentlich. Das Mikro mal weg. Genau, die Haare werden auch gespendet. Ich deute das Schweigen mal als positives. Sieht sehr geil aus. Wir sind einfach so positiv spaßlos. Lenz rundet auf 3K auf, wenn du deine Augenbraue abrasierst. Nur ein Stückchen. Guck mal, du musst nur so ein Nike-Zeichen, irgendwie so ein Cut reinmachen oder sowas. Ja. Warte mal, aber da muss ich ihn fragen. Ist für einen Cut auch okay? Nee. Sieht einfach besser aus. Also wirklich. Sieht einfach besser aus, ja. Nee, du musst eine von beiden abrasieren. Der Scholz versteht ja, aber echt. Lenz, du musst ein bisschen. Du musst ein bisschen. Musst was anderes anbieten. Die Augenbraue geht nicht weg. Ich bin ja immer noch dafür, Haare abrasieren. Okay. Für eine gute Tat nur eine Augenbraue weg, Jan. Oder ein Strich in der Mitte über den Kopf. Das wäre auch eine Option. Okay, ich merke schon. Leider Gottes, Lenz ist Jan für nichts bereit. Nichts bereit, ja, gerade. Der Bart, der seit 5 Jahren hast du deinen Bart nicht rasiert. Nee, mach das ruhig. Mach die komplett ab. Ja, ab mit damit. Nee, bis ja, zu den Ohren, Satz oben. So ungefähr über die Brille. Geht auch ganz schön hoch, die komplette. Ja, weiter noch ein bisschen. Weiter. Ja, aber das hast du so halb da jetzt gemacht. Die Ohren müssen frei sein. Aber die musst du auf jeden Fall nochmal neu machen. Das kriege ich hin. Ich habe ja zum Glück auch einen Philipp. Haben wir mal so einen. Ich würde auf jeden Fall wieder zu dir kommen, Fadi. Glaub's gut. Ich schwör's, sieht gut aus. Ja, was gut. Okay. So ein paar Sachen fehlen noch, aber. Ja, das kriegen wir hin. Groß und ganz. Das machen wir dann auch. Ich poste da ja vorher nach. Mal sehen so? Steht ihm echt? Sieht echt gut aus. Ist nicht so schlimm. Was sagt jetzt? Da können wir nochmal reinfilmen. Du musst doch Serbe rasieren. So Chat, vielen Dank für 2.500. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich werde es mir gleich, ich gucke jetzt mal nach rechts. Was sagt der Chat? Ich krieg Ärger zu Hause, ich krieg sehr viel Ärger zu Hause. Bitte nur eins, bitte. Ja, sehr mit. Du bist dran, ne? Du bist dran. Ich auch persönlich. Also Leute, meldet euch bei mir. Nur einsen. So ist gut. Ich muss das auch nochmal ohne Brille, aber das, die Haare. Ich muss mir das gleich ohne Brille, ohne Haare, ohne alles hier. Geht echt? Ja, Leute. Was geht? Neuer Mensch. Guck mal, nur eins. Ich sehe gar nichts ohne Brille. Da könnte alles stehen. Du? Ja, kriegen wir hin. Aber nicht hinten, aber an die Seite. Hinten. Da könnt ihr nochmal rauffilmen. Guck mal, die haben ja vorhin schon bei. Kilsen hat vorhin schon gesagt, dass er krass viele Haare waren. Jetzt können wir hier mal reinfilmen, bitte. Guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Das ist ja voll rot, scheiße. Versuch's einfach. Warte, ich halt.
Boah, wenn es nicht geht, mach ich aber Seiten auf Sippe. Dann ist alles gut. Okay. Ich glaube, wir müssen halt sehr, sehr dicke Buchstaben machen. Ja, das ist das halt so, oder? Ja, so, so ist gut. Alter, das ist eine Challenge auch für mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Es gibt auch nochmal extra Punkte jetzt. Ich darf nicht lachen, sonst... So bewegt sich dein Kopf, oder was? Ja. Ich lache mit dem ganzen Körper. Das ist schon Nerven. Es kann sein, dass es nur ein B wird. Aber warte, ich mach dann hier weiter, oder? Ja, das ist das I. Das ist einfach das I, genau. Ja, aber das wird, glaube ich, sehr schwer. Ja, boah. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hab Angst. Kannst du die Kamera nach hinten zeigen? Dann sehe ich, was da passiert. Alles gut, Ement. Ja. Ich bin im Weg. Also es ist schon mal ein Strich da, ne? Das ist das I, ne? Ja, ich wollte sagen, das I kann man schon mal sehen. Jetzt musst du Glatze machen. Egal. Ich krieg so Ärger zu Hause. Ich glaub's du gar nicht. Ich hab's nicht vorgewarnt. Wir versuchen's. Julia, wir versuchen's. Es war seine Idee, Julia. Ist auf seinen Mist gewachsen. Keine Familienfeier oder so? Ich hab ein paar. Das sieht gut aus, das ist ein B. Kleines G. Nein. Nee, warte mal, mach nur so, Roman. So, so, ein Kreis? So, 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 so. Du fängst quasi wieder mit dem I an? Benni. Du räumst das wieder auf, ne? Ja, safe. Perfekt. Du hast es auch gezündet. Ja, das machen wir gleich. Mann, ey. Ich krieg so Ärger. Das glaubt ihr gar nicht. Mein Verlobte hatet mich gerade im Chat. Ich muss nachher noch nach Hause. Weißt du? Wir haben ja viele Betten. Wieso ist das B? Pip! Pip! Okay, das sind. Wir sind nur das B und das I. Das G, das folgt in meinem. Wieso?
Ey, Servant, bist du happy? Ja, super, ey. Das kam mit dem Signing des Contracts für nächstes Jahr. Kam Ich wollte gerade sagen, das steht mit dem Vertrag. Regie, könnte ich noch vielleicht noch einmal den finalen Spendenstand bekommen? Das war jetzt live on stream. Regie. Ja, das habe ich auch, aber ist egal. Das ist egal. Was tut man nicht alles für einen guten Zweck? Ja, genau so ist das. Meine Lieben, ich habe gerade noch mal in der Regie nachgefragt, was der aktuelle Spendenstand ist. Ist im Licht 2855? 35? 35? 2835 Euro, Leute. Vielen, vielen, ich muss an die Kamera, vielen, vielen lieben Dank ans Spenden und auch vielen Dank an euch fürs Teilnehmen und vielen Dank an Philips fürs Möglichmachen dieses wunderschönen Livestreams. 2835 Euro, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt Schnurrbartträger. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es war mir eine absolute Ehre und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin sind wir raus. Tschüss.